Wiesbaden! Tja, Tor in Wiesbaden und auch kein Döp, 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 das haben wir diesmal leider nicht zu berichten. Trotzdem, ein herzliches Willkommen, liebe Hörer, zu Niemals Erste Liga Folge 37. Wir nehmen auf am 25. Februar. Mein Name ist Gunnar Schmid und wie immer mit von der Partie, diesmal am anderen Ende unserer Internetverbindung, Sonja Riegel. Hallo Sonja. Hallo Gunnar. Hallo vom anderen Ende. Genau, vom Ende. Und auch heute wieder mit am Start, diesmal direkt neben mir am Esstisch, Michael Weberer. Hallo Micha. Gute Gunnar, servus Sonja und hallo liebe Hörer. Ja, wir sind von uns selbst ganz begeistert, dass dieses Setup funktioniert. So haben wir es noch nie gemacht und es ging auch noch vor gar nicht allzu langer Zeit, ging das noch gar nicht. Aber jetzt können wir uns in beliebiger Kombination zusammensetzen und sind hier technisch ganz weit vorne. Ja, was haben wir heute für euch im Angebot? Zwei Spiele. Wir sind relativ früh oder nach relativ kurzer Zeit schon wieder da. Dafür wird es beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen länger. Mal gucken, wie das so hinhaut. Wir besprechen also die Spiele gegen Unterhaching und Würzburg zumindest mal kurz. Es gibt ein paar kleinere Themen zu diskutieren. Es gibt ein bisschen was Neues aus der Jugend. Ich dachte mir, wir werfen mal einen kurzen Blick auf die Regionalligen, wie es da so ausschaut, wen wir da vielleicht in der nächsten Saison in der dritten Liga begrüßen dürfen, sofern uns das dann noch interessiert. Ja, das wäre es so im Groben. Habt ihr noch was anderes vorneweg, bevor wir loslegen? Nein, super Intro. Super Intro? Was soll man da noch sagen? Okay. Gut, dann Achtung, jetzt mit Jingle geht's los in die Groundhopping-Rubrik. Achtung. Na, ist das nicht fantastisch? Die Hupe war stark. Sonja fährt los. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nicht gehupt beim Autofahren. Ihr seid ja Banausen, ihr habt das jetzt nicht erkannt? Das war das Intro von einer neuen deutschen Welle. Nein. Sonja, Musikexpertin, nein. Musikredakteurin? Keine Ahnung. Gottes Willen. Ich bin ersetzt, wie Pratzo sagen würde. Ja, was denn? Du bist ersetzt. Das ist der Anfang von Autobahn, von Kraftwerk. Ach du lieber. Ich hoffe bloß, dass Ralf Hütter uns nicht hört, weil der lacht sofort. Ich wollte gerade sagen, du holst uns hier wieder Zeug ins Haus. Ein paar Sekunden darf man doch, oder? Ja, ich habe es hab's ganz kurz gehalten. Nein, darf man gar nicht. Ich glaube, der hat sogar schon mal jemanden wegen drei Tönen hintereinander doch irgendwie auseinandergenommen. Also, lieber Herr Hütter, sorry, es kommt nicht wieder vor. Gut, okay, also. Das nächste Mal nehme ich einfach mein Auto auf. Das klingt auch nicht ganz so geschmeidig. Ja, mein Gott, das ist hier Legende. Also, ja, gut, okay. Also, Sonja, erzähl uns doch mal, wo warst du denn unterwegs? Was gibt's Neues aus der dänischen dritten Liga? Jetzt hast du es so groß angekündigt, jetzt komme ich wieder sehr enttäuschend heute rum, dass er gesagt wird, wir nehmen relativ schnell schon wieder auf nach dem letzten Mal und ich habe tatsächlich nur eine Sache und da werdet ihr jetzt beide wieder, ohne dass man sie die Augen verdrehen, ich war bei der Eintracht beim Heimspiel gegen Donetsk im Europapokal. Das war das Spiel, wo du so einen riesen Bammel vorher hattest, war, ist das richtig? Ja, ich habe nicht gedacht, dass die Eintracht da weiterkommt. Echt nicht? Nein. Also nach einem 2-2 auswärts? Ja, wobei bei dem 2-2 die ganze Zeit in Überzahl und der Gegner war halt auch trotzdem echt gut. Also ich fand die kamen selten vors Tor, aber wenn, dann war es auch gleich sehr gefährlich oder das Ding war drin und so war es im Rückspiel dann ja zwischenzeitlich auch. Die hatten dann beim Stand von 1-2 aus ihrer Sicht dann auch nochmal zwei Dinger, die sie an die Latte genagelt haben. Also es war schon hinten raus dann ziemlich gut, aber davor doch eher auch mal knapp zwischendurch. Also ja, war ein geiler Abend. Aber ich meine, das ist ja Europapokal K.O. und da kann man doch nicht erwarten, dass man irgendwie jedes Spiel einfach nur so 4-1 gewinnt. Nein, deswegen habe ich es auch nicht erwartet. Ja, okay. Also ich meine, aber naja, andererseits so ein bisschen selbstbewusst. Naja gut, okay. Ihr seid das nicht gewohnt als Eintracht-Fans. Das ist,
Hauptsache, das Stadion hat gebrannt. Genau. Es hat gebrannt. Es hat gebrannt, ja. Das hat total, total super funktioniert. Alles Choreo und die Politik war begeistert und alles. Alle haben sich lieb. Läuft total gut, ja. Ja, ja, es war schon echt komisch. Man kommt da rein und da wird gerade die Choreo abgebaut. Hm. Ja, ich habe das dann natürlich auch nur alles gelesen und in den sozialen Medien verfolgt. Ich glaube, ich habe sogar gegen Ende habe ich sogar mal reingeschaltet. Wie war das denn? Ach, naja. Gott, wie gnädig. Ja, du. Donnerstags, ja genau, ja richtig, da kam ich gerade vom Sport. Der Cup, der Verlierer. Ja, das war ja damals der UEFA Cup. Ja, ja. Europa League haben die Bayern, glaube ich, noch nie gespielt, ne? Und auch noch nie. Ja, wird's mal Zeit. Ja, demzufolge auch nicht. Ja, ja, wäre es mal eigentlich mal Zeit, das stimmt. Ja. Wobei der Pokal ist ja noch derselbe, den kennt man ja schon. Aber das, die Auslosung war ja dann auch, war die eigentlich in deinem Interesse jetzt, Sonja, oder eher nicht? Was heißt in meinem Interesse? Also hast du dich gefreut? Ich finde es gut, dass ausgelost wurde. Hast du dich gefreut über das Los oder hättest du lieber was Leichteres gehabt vielleicht? Ja, ich weiß nicht, ob es so viel Leichteres noch gibt im Moment. Naja gut, ein paar andere waren ja schon noch dabei, aber Inter ist doch mal geil. Also du wirst ja sicherlich auch auswärts da hinfahren, so wie ich dich... Nee, werde ich das wissen. Nicht? Warst du schon mal im San Siro? Natürlich. Da war ich schon mal. Natürlich, ach ja, richtig. Seitdem gratuliert mir Inter jedes Jahr zum Geburtstag. Ja, 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 ich erinnere mich, du hast uns schon davon berichtet, genau. Ja, ich ja nicht, aber auch das habe ich schon erzählt. Das müssen wir jetzt nicht wieder aufwärmen, die alte Geschichte. Ich habe die Eintracht auch noch nicht in Mailand spielen sehen. Da haben wir ja was gemeinsam, ist ja der Hammer. Ja, aber ist doch für alle, die hinfahren, eine schöne Sache. Vor allem ist das Stadion ja, sehr groß. Man weiß, und man möglicherweise weiß ja nie bei der italienischen... Ja, möglicherweise interessieren sich die Italiener nicht gar so sehr dafür. Das heißt, es wird auch wieder bestimmt 20.000 oder 25.000 Karten für die Eintracht geben. Nee, also bisher haben sie, glaube ich, 5 zugesagt oder so. Und ja. Im Online-Shop steht ja nur über auswärts. Also ich weiß nicht, ob sie da irgendwelche Restriktionen haben oder ob ich als jemand, der da seit Jahren Bestandskunde ist, mir jetzt theoretisch eine Karte kaufen könnte. Ich habe keine Ahnung. Okay, also, aber du willst gar nicht hin. Was ist denn da los? Nee, ich arbeite an dem Tag. Okay. Man muss auch dazu sagen, wir haben das letzte Mal vor 2 Wochen aufgenommen. Ist jetzt nicht so, dass Sonja gar keine Chance hatte, irgendwelche Spiele zu sehen. Ja, hör mal. ihr habt schon seit Monaten nichts mehr beigetragen zu der Rubrik. Das stimmt. Kackt mich jetzt hier an. Ne? Aber ich war im Oktober in London. Im Oktober? Alter, wir haben Ende Februar. Alter. Ich werde... Und ich habe 2 Jobs. Bis zur nächsten Sendung noch nicht. Aber sogar 2 Podcasts. Ja. Aber im April habe ich vielleicht mal wieder was beizutragen für die Groundhopping-Rubrik. Aber vielleicht. Ja, mal gucken. Aber das werde ich dann berichten, wenn es soweit ist. Okay, ja gut, wenn das alles ist. Achso, wie war es denn sonst? Spiel? Hast du ein schönes Stadion da in Frankfurt? Ja, Frankfurt war gut. Wie war die Stimmung? Ja, naja. Bist du denn wenigstens mit dem Auto dahin gefahren, nachdem ich jetzt hier schon Autobahn eingespielt habe? Ja, natürlich, okay. Ja. Nicht, dass du am Ende mit der S-Bahn fährst. Du könntest ja direkt von deinem Wohnort quasi fast Fußball. Ich könnte, aber das habe ich früher gemacht, das ist furchtbar. Ja. Fußballfans gezwängt in der S-Bahn, danke. Ja, mit so Assis. Richtig. Es sind ja auch lauter Eintrachtler dann noch dabei. Eben, das verschlimmert die Situation. Ja. Okay, wir machen uns gerade Riesenfreude. Freunde, nachdem wir jetzt ja gigantische Hörerzahlen haben seit dem letzten Mal, nochmal Hallo an alle Neuhörer. Die Ankündigung oder der Bericht im Stadionheft hat offensichtlich doch noch ein bisschen für Zustrom gesorgt und auch, dass wir jetzt seit kurzem bei meinsportpodcast.de gelistet sind. Mal gucken, ob da auch noch jemand ein zweites Mal wieder einschaltet. Würde mich freuen. Ja, und dass wir natürlich diesen berühmten Typen in unserer Mitte haben, ne? Den berühmten Typen? Ja. Ja, okay, das ging ja einher quasi mit der Berichterstattung letztes Mal. Ja. Genau. Ja. Ja, zu Michas zweitem Einsatz als Stadionsprecher in der Britta Arena kommen wir ja gleich noch. Dann würde ich sagen, gucken wir doch erstmal auf das vorletzte Spiel. Das war auch zumindest vom Ergebnis her, ja auch vom Spiel her deutlich erfreulicher. Freitagabends auswärts in Unterhaching. Scheiße, Unterhaching. Ja. Und du warst diesmal nicht da. Nee, einmal hat mir da gereicht. Wie einmal? Du warst doch bestimmt schon öfter in Unterhaching, oder? Ich war einmal in Unterhaching. Einmal nur? Ja. Ja, das war so ein geiler Nachholspiel-Auswärtssieg im tiefsten Schneetreiben. Ja, irgendwie wochentags, ne? So. Ja, ja. Ja, ja. Also ich hatte tatsächlich, als die Terminierung stattfand, vorgehabt hinzufahren,
Aber Volker, unser Fanbeauftragter, bestand darauf, um 7 Uhr loszufahren. Freitag? Ja. 7 Uhr morgens? Ja. Morgens? Okay. Ja. Und das habe ich dann einfach nicht geschafft. Also ich meine, es wäre für die von mit der Arbeit auch, hätte ich ein bisschen was schieben müssen, das hätte ich wahrscheinlich aber noch hinbekommen, aber ja, auch morgens noch mit den Kindern und alles, die Kita macht erst um 7:30 auf, das ist halt schwierig. Nee, und dann war es mir dann das, gut, er wollte halt, keine Ahnung, noch an Tegernsee und da noch in die Fische kaufen und keine Ahnung, Metzgerei. Der hat also seine Anlaufstellen in okay. Osten, Süden und Norden der Republik, wenn er da eben noch hinfährt. Und sich dann wundern, dass keiner mitfährt. Und dann sind sie lieber zu dritt gefahren, ja. Aber ein Bus war auch da, oder? Ich meine, es waren doch immerhin, was würde ich sagen, ja, eine Busladung ungefähr war da. Der Bus, der Supremus, kam laut Volker aber erst nach Spielbeginn. Ah, okay. Und von den zwei. Nicht um 7 losgefahren. Genau, und von den 42 gelisteten Auswärtsfans waren wohl auch ein paar aus Ingolstadt, die sich eben mit den Supremus dann verabredet haben. Gute alte Fanfreundschaft. Somit waren es dann so von denen, die wirklich aus Wiesbaden kamen, auch nochmal weniger als die nur 42. Naja, gut, okay, aber das ist halt traurig. Freitagabends. Ja, das kann man keinem zumuten. Nein, also ich meine, ich halte mich damit zurück, der ich ja so gut wie nie auswärts fahre, da mache ich mich nicht dann über die wenigen, die es da tatsächlich auch noch tun, erst recht nicht lustig. Nein, es geht ja nicht um die wenigen, die hinfahren, um Gottes Willen, es geht ja um die, die halt nicht hinfahren, dazu zählen wir ja meistens auch. Ja. Ich weiß nur, dass ich, als ich halt, sagen wir mal, halt früher ungebunden und so weiter, da bin ich auch in der Regionalliga in Pfullendorf und was weiß ich nicht, wohin feucht und überall gewesen, auch unter der Woche. Aber gut, das, wie gesagt, muss ja jeder selbst wissen, ob er da Bock drauf hat. Und bei uns, ja, war es, aber es war generell, glaube ich, auch, waren nicht viele Leute im Stadion, ne? Ja gut, und Unterhaching hat jetzt auch nicht so einen riesen Zuschauerschnitt, also ich weiß jetzt gar nicht, wie viel waren das, 2,5 oder irgendwas in der Größenordnung? Ich guck gerade. Also 3 waren es, glaube ich, nicht. Genau. Nicht mehr als bei uns normalerweise. Ja, alles okay. Ja, wir haben 2-1 gewonnen. Und es gab, ich hatte es auch im Blog geschrieben, ich hatte so ein paar Déjà-vus, vor allem in der ersten Halbzeit. Da war das 1-0 fiel durch einen Elfmeter, über den man durchaus diskutieren kann. Es wurde durchaus diskutiert. Es wurde auch diskutiert, also vor allem natürlich von Unterhachinger Seite durchaus leidenschaftlich, wenn nicht gar erbost. Gerade der Verursacher Manfred Schwabel, nee, nicht Manfred Schwabel, ja, Markus Schwabel heißt der, ne? Das ist der Sohn von Manfred Schwabel, dem. Aber der Vater hat gleich mitgeheult. Ja, ja, klar, der wurde da schon bei der Szene dann schon fast vom Innenraum verwiesen und dann, ich glaube, Anfang der zweiten Halbzeit musste dann tatsächlich dann auf die Tribüne, ne? Was dann auch nur 3 Meter weiter sind, aber ja, jedenfalls bei diesem Elfmeter. Sonja, was war da los? Ja, also es war eigentlich, glaube ich, eine Szene, in der schon abgeblockt war, oder? Diabosi wurde abgeblockt. Genau, er kommt dann wieder an Ball, ja. Kam nochmal an Ball im Strafraum und eigentlich steht er, also ich glaube, so eine richtige Aktion ist er dann nicht und der Schwabel tritt ihm gegen das Schienbein beim Versuch, an den Ball zu kommen. Und Agi fällt dann theatralisch, also springt irgendwie nochmal so ab und fällt um. Und da dachte man schon, so in der normalen Geschwindigkeit vom Spiel, dachte man schon, Gott, ey, musst du jetzt nicht so abheben. Und er hat aber lustigerweise wirklich diesen Elfmeter bekommen. Wobei ich es dann auch ein bisschen viel fand, dass dann so im Nachhinein, so bei Magenta Sport, haben die sich so hochgeschaukelt, so von, ja, muss man nicht geben, bis hin zu Schauspielerei, hängt die Sau, so ungefähr. Das war dann auch drüber, weil ich meine, er trifft ihn ja ganz klar. Also er tritt ihm einfach gegen Schienbein. Ja, also ob das jetzt ursächlich ist, generell, ob er fallen muss oder nicht. Nein, war es garantiert ist, nicht ist die so. Die Frage, aber vor allem dann halt, was er draus macht, das ist sicherlich das. Und das finde ich auch schrecklich. Also ja. Ob das finde ich bei eigenen Spielern genauso schrecklich wie bei anderen, wenn der dann so abspringt und du wirklich merkst, er kriegt diesen Tritt ab und bleibt aber in diesem Moment erstmal stehen. Und dann so eine halbe Sekunde später oder irgendwie so ein Bruchteil später springt er dann ab, dass du genau siehst, das war jetzt nicht die Ursache dafür, war jetzt nicht dieser Tritt, sondern dass er kurz überlegt hat und dann da abgehoben ist. Sowas nervt mich extrem. Allerdings trifft es mit Haching auch nicht die Falschen. Ich habe das jetzt gar nicht so mit einer Verzögerung wahrgenommen bei ihm.
Also ich schon. Aber das, hast du ja gesagt, aber die wollte ich jetzt nicht überstimmen. Aber ich fand es halt etwas, ich glaube, warum die Haringer sich so aufgeregt haben, war ja A, dass er vorher schon gegen Braunschweig sozusagen einen Elfmeter provoziert hat oder herausgeholt hat. Und er war da ja wirklich am Strafraumrand. Und der Verteidiger stand vor ihm, also der Weg zum Tor war zu. Er hatte keine Geschwindigkeit, er stand da mehr oder weniger. Und umso blöder ist es halt von dem Schwabel gewesen, dass er ihm eben gegen Schienbein tritt, weil der Tritt gegen Schienbein, den hat, glaube ich, jeder gesehen und dass der sich dann noch so aufregt. Ich meine, das Fallen zeigt ja eigentlich nur an, ich bin getreten worden. Natürlich muss er da nicht fallen. Er kann auch sich ans Schienbein fassen, aber dann nimmt der Verteidiger halt den Ball und rennt damit weg, ja. Also von daher ist es ja im Prinzip nur ein Anzeigen, dass er getroffen wurde, auch wenn das Quatsch ist, ja. Und natürlich war es jetzt in der Summe mit den drei Spielen, Rostock, Braunschweig und Haching, schon. Ist er schon dreimal leicht gefallen, ne? Und hat dann eben jeweils aber auch einen Treffer von uns rausgeholt. Ich finde, also dass sich gerade der Schwabel noch so aufregt, weil er ihn halt wirklich ja trifft, ne? Also er war halt, klar, er war nicht in der Bewegung. Wenn er in der Bewegung ist und er trifft ihn so, da diskutiert kein Mensch drüber. Dann ist es ein ganz klarer Elfmeter. Dann muss er ja auch fallen. Und da wird er halt getroffen. Fällt, obwohl er nicht fallen muss, und der Schiri sagt halt, okay, da hat ihn halt gegen das Schienbein getreten, hast du jetzt Pech gehabt. Ja, ich frage mich halt, wenn er halt eben nicht fällt und dann nur irgendwie, keine Ahnung, erschrocken zum Schiri guckt, aua, der hat mich getreten, pfeift niemand, ne? Nö. Das ist ja halt auch so das Ding, ne? Musst du ja auch, ich will das jetzt nicht gut reden, aber letztendlich musst du dem Schiri auch signalisieren, hier ist gerade was passiert, ne? Also Das meine ich halt. ja, es ist eine blöde Situation. Aber ich denke, wir sind uns einig, dass er da auf einem, ja, wie soll man sagen, auf einem schmalen Grat wandelt, also dass er es da nicht übertreiben darf, ne? Also ich will sowas nicht sehen. Entweder der fällt, weil er halt hart getroffen wurde und sich in dem Moment nicht mehr auf den Beinen halten kann, oder er bleibt stehen und spielt weiter. Meine Güte. Okay. Ich trete es Sonja das nächste Mal vor Schienbein und mal gucken, was er sagt. Ja, dann wehre ich mich. Schienbeinschoner angezogen. Ja, naja, gut. Jedenfalls, Niklas Schmidt war es wie in der Woche zuvor gerade egal. Der nimmt den Ball und verwandelt den Elfer 1-0. Jo. Dann hat es aber auch nicht lange gedauert bis zum Ausgleich. Schon mal der gute Mann. Trifft da zum 1-1 und so ging es auch in die Pause und dann gleich nach der Pause. Aber du willst jetzt das Déjà-vu nicht übergehen, oder? Ach so, das war im Prinzip auch schon wieder, genau. Ja, dann erzähl du es doch gerade, Ja, es war ja im Prinzip so wie das, so wie dir, wo sie eben den Elfmeter rausgeholt hat, so gab es eben das Gegentor nach einem Freistoß. In Braunschweig hat Schiré den dann ja noch selbst reingemacht also er stand ja hinter dem langen Pfosten und spitzelt den dann noch so kunstvoll ins eigene Tor. Und jetzt war es eben dann Ditgen oder laut Magenta Sport Kuhn. Aber Ja, es ich war. hab Ditgen gesehen, Ja, der da eben auch am langen Pfosten ja, das Ding wunderbar in die Mitte wieder in die Mitte legt, legt, ja. aber halt dummerweise genau in die Gefahrenzone. Hat noch Und seinen starken linken Fuß. also unfassbar. Und ja, dann wird er dann eben noch vollstreckt aus kurzer Distanz, ja. Ja. Ansonsten wäre es wahrscheinlich ein Eigentor sogar gewesen, ich weiß gar nicht. Nee, ich glaube so, Ja, der kam relativ aber schwer, glaube ich, okay, dann. egal, auf jeden Fall hat man sich den dann selbst reingelegt wieder. Ja, genau. So, genau. Aber dann, kurz nach der Pause, das gute alte Mittel, Eckball Schmidt. Und der, diesmal nicht per Kopf, aber es fällt dem Lorch im Prinzip der Ball direkt auf den Fuß. Ich glaube, der holt gar nicht groß aus. Der kommt so im Schritt oder im Lauf eigentlich mehr oder weniger an oder hält eigentlich nur den Fuß dann so rein. Ja, weil er wahrscheinlich nicht damit rechnet, dass der eben auf. Also in der Regel ist ja, also wir haben früher im Training, wenn wir Standards geübt haben, so meistens so vor der Saison, einen Ball, der im, also jetzt in den 16er geschlagen wurde oder in der Gefahrenzone kam und den keiner gespielt hat, also weder die verteidigende Truppe noch die angreifende, dann gab es Liegestütze für alle. Da musste praktisch ein. Du musstest an den Ball Irgendeiner kommen, muss da bevor ran. der aufdutzt. Ja. So haben wir auf niedrigem Niveau geübt. Aber da, ja. Ja.
Hat gerade alles gepasst. Ich meine, das ist natürlich ganz interessant, wenn man sich das nochmal so anschaut. Es laufen halt ein paar Spiele und reißen so die Lücke. Aber dass dann tatsächlich dann halt auch die Haringer Verteidigung da halt eben nicht aufschließt oder mit den Leuten mitgeht, sondern dass dann plötzlich da so ein großes Loch ist und ausgerechnet da fällt der Ball rein. Also das, als hätten sie es trainiert, ne? Das wäre jetzt natürlich interessant, ja, aber es hat auf jeden Fall gut funktioniert und Leuch hat den dann auch ansatzlos. Genau. So, und dann auch das ähnlich wie in der Woche zuvor. Dann hat man so den Vorsprung verwaltet, geguckt, dass man noch irgendwie so den einen Konter kriegt. Die Gelegenheiten hätte es gegeben, langsam. Aber die wurden halt alle irgendwie ziemlich schlecht ausgespielt. So, aber andererseits hat man eigentlich auch bis zur letzten Sekunde eigentlich fast nichts zugelassen. Also ich meine, Haching hatte zwar überwiegend in unserer Hälfte den Ball, aber richtig gefährlich wurde es nicht. Bis zum allerletzten Versuch, da kam nochmal so ein Distanzschuss, der dann irgendwie tückisch vor Kolke aufprallt oder aufhüpft und den er nochmal richtig gut pariert hat. Und da war es dann auch Schluss, also die Ecke gab es dann nicht mehr. Da war ja die Nachspielzeit auch schon abgelaufen, als der hat ja praktisch den Angriff noch zu Ende spielen lassen, obwohl die angezeigte Nachspielzeit rum war. Und das wäre dann natürlich nochmal super ärgerlich gewesen, wenn der Kolke den da nicht rausfischt. Ja, natürlich. Ja, aber so insgesamt fand ich es dann doch, also ich meine, klar, sie haben es relativ souverän hinten verteidigt, aber dass man halt nicht einfach mal vorher irgendwie einer von den Kontern dann halt mal sauber bis zu Ende spielt, irgendwie mit ein paar Kontakten und dann das 3-1 macht und dann ist das Ding halt auch durch, ne? Dann braucht man da nicht irgendwie bis zur letzten Sekunde zittern. Oder? Ja, Sonja. Och meine Güte, ich war so vollends zufrieden. Also in Haching muss er erstmal gewinnen. Die waren zumindest ja auch noch da oben einigermaßen dran, auch mit ihren Nachholspielen noch. Das ist schon klar, mir ging es nur darum, muss man da ja, so lange zittern. Ich weiß, diese Konter, meine Güte, wir haben jetzt immer lange gezittert, auch wenn wir 3-0 geführt haben davor mal. Also ich habe nochmal, ich habe es jetzt leider... Wenn es reicht am Ende, ist mir wurscht. Ich habe jetzt leider nicht vorbereitet, aber gefühlt waren von unseren Toren, die wir jetzt dieses Jahr gemacht haben, sehr viele Standards dabei, oder? Ja, auf jeden Fall. Also es gab den Freistoß von Kuhn, es gab diverse Elfmeter, es gab diverse Ecken, die alle verwandelt wurden und dann gab es halt aus dem Spiel raus, glaube ich, das 2-0 gegen Rostock, da dieser Konter, wo dann, oder dieser Gegenstoß am Ende, wo den Gül dann abschließt. Ja. Und eben in Cottbus, wo der Verteidiger da für Hansch den Weg freimacht. Also der im Prinzip ein krasser individueller Fehler, sonst wäre das ja auch, da macht ja auch Leuch nach einer Ecke das Ding und es waren schon einige. Hansch, das Tor war ja auch nach dem Freistoß, also im Prinzip wir haben, ich glaube bis auf zwei Tore, wo es ein individueller Patzer und am Ende ein Konter, wo der Gegner total aufgemacht hat, eigentlich nur Standards. Genutzt gegen Braunschweig war es ja auch nach einer Ecke, Mockenhaupt, ne? Genau. Und auch der Elfmeter dann. Also das meiste ging über Standards. Und umso schlechter waren sie gestern. Das hat so ein bisschen, glaube ich, das Fehlen von Scheffler auch übertünchen können. Ja, ist interessant, ne? Also, dass Scheffler dann vielleicht auch so im Angriffsspiel, also mit der Betonung auf Spiel, dann vielleicht auch fehlt, ne? Genau. Ja. Also du hast ja viele Tore gemacht, du hast auch, du hast ja noch andere Chancen gehabt, so ist es ja nicht. Ja. Ne? Na gut, der Diawuzi hat ja, glaube ich, das eine Ding da ja mit seinem Penistor, wie du es genannt hast, Sonja, in Braunschweig, das war ja auch rausgespielt. Also du hast dann schon mal auch ein rausgespieltes dabei, aber dafür gibt es keine Kategorie. Drei Viertel davon waren eben Standards. Ja, und gerade wenn man dann eben drei Tore oder haben wir dann 10 Tore gemacht in den 4 Spielen, da waren halt 7, 8 Standards einfach dabei. Und wenn die dann halt nicht kommen, weil die Bälle, ja gut, kommen wir gleich zu. Ja, gut, ich meine, prinzipiell spricht ja gar nichts dagegen. Also ich meine, die Standards musste ja auch mal erst erarbeiten, aber wir hatten ja gegen Würzburg auch, glaube ich, 7-3 Ecken oder so. Ja. Okay, gut. Dann schließen wir das Haching-Spiel ab. Das war mal wieder, schon, weiß ich, die Woche davor war das ja auch schon so und auch an dem Spieltag, dass alle anderen um uns herum,
Punkte gelassen haben, irgendwie keiner gewonnen. Und dann standen wir plötzlich auf dem dritten Platz. Punktgleich mit Halle. Und ja, nur, was war's? Nur 2 Punkte oder irgendwas hinter Karlsruhe, glaube ich. 2, ne? Ja. Genau. So, was also bedeutete, dieses Wochenende, jetzt das vergangene Wochenende, hätten wir mit einem Sieg gegen Würzburg. Also laut Kicker waren übrigens 2000 Zuschauer in Haring. Stimmt, genau. Die haben so eine gerade Zahl auch durchgesagt. Ja. Die hatten wahrscheinlich auch keine Lesegeräte. Kein Bock gehabt zu zählen. Ja, ja, jedenfalls. Und das mit den guten Ergebnissen der anderen, das ging gerade so weiter. Nämlich Karlsruhe verloren. Nee, oder nur unentschieden haben sie gespielt. Halle gegen Osnabrück verloren. Und ja, das bedeutete also, mit einem Sieg wären wir tatsächlich auf Platz 2 gesprungen. Kam nur leider anders. Wenn wir schon bei Déjà-vu sind, ne? Das hatten wir ja schon mal diese Saison. Diese Saison und auch letztes Jahr, da hatten wir auch nach dem starken Lauf in der Rückrunde, da waren zwar sogar 6 Siege, da kam dann auch Würzburg, wo wir dann verloren haben. Ja, aber ich meine jetzt dieses konkrete, mit einem Sieg können wir auf Platz 2 springen, das auch ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir das hatten. Genau, wann war das? Das war... gegen Jena war das. Ah, das furchtbare Spiel gegen Jena, genau. Genau, das Montagsspiel. Stimmt. Ich habe letztes Mal ja schon sowas zu Jena was gesagt. Ja, ja, genau, also offensichtlich ist da irgendwie, ich weiß nicht, ob das, ja, das, was in den Köpfen auslöst oder was da der Grund war? Also in unseren inzwischen ja. In unseren schon, ja. Ich weiß nicht, bei den Spielern hoffentlich nicht. Ich glaube nicht, dass es was mit der Tabelle zu tun hat, ehrlich gesagt. Nee, aber es ist dann vielleicht irgendwie einfach so nach, wir haben jetzt irgendwie, keine Ahnung, jetzt in diesem Jahr alle 4 Spiele gewonnen, ist dann da irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, fühlt man sich dann zu sicher? Sie hatten jetzt zum 4. Mal hintereinander dieselbe Aufstellung. Also es kann eigentlich nicht daran liegen, dass irgendwie die Abstimmung oder die, weiß ich, also dass man nicht weiß, wo der andere steht oder läuft oder sowas. Ne? Also, ja, ich hatte da zwischendurch überlegt, ob das diese wiederkehrende Aufstellung, klar, hat natürlich was für sich. Und du willst natürlich auch die Spieler, die gut spielen, natürlich lässt du drin und belohnst die. Ja, willst du gleichzeitig auch, dass der Lauf ist es aber schon auch immer ganz gut, wenn so ein bisschen, ja, also sprich, wenn die Mannschaft irgendwie wieder gekitzelt wird und man weiß, okay, der hat jetzt vielleicht doch im Training ein bisschen nachgelassen. Klar, dass du gewisse Eckpunkte jetzt nicht rausnimmst, ist ja, klar. Reicht ja, wenn du vielleicht mal auf 1 oder 2 Stellen genau, mal tauschst. Genau, aber du hast halt auch, wen hast du denn? Ich meine, in der Abwehr, wen willst du da wechseln? Genau, das ist der Punkt, da habe ich auch gestern drüber nachgedacht. Also ich dachte eigentlich, dass Scheffler wieder fit sei und deswegen hatte ich den auch in meinem Aufstellungstipp hatte ich den dann auch drin. Also seine Sprunggelenksverletzung hat er wohl überwunden, aber jetzt hat er wohl irgendwie einen grippalen Infekt gehabt und war deswegen wohl noch nicht wieder fit genug. Also war dann auch noch nicht mal auf der Bank. Genau, also Scheffler, Mrowca und Minzel waren alle nicht im Kader. Mhm. Und ich weiß aber, dass Scheffler und Mrowca jetzt heute oder morgen, oder nee, heute werden sie wahrscheinlich frei haben, aber morgen dann wieder ins Mannschaftstraining einsteigen sollen und somit dann eben auch Kandidaten sind für den Kader. Und ja, also ich meine, natürlich sah das jetzt gestern so aus, als hätten die 5 Spiele verloren und wären total uneingespielt. Ja, also es war wirklich so, also ich meine, eher gewirkt. Dass man irgendwann mal wieder verliert, ist es klar. Hat keiner erwartet, dass wir jetzt bis zum Saisonende jedes Spiel gewinnen. Aber dass es dann halt, ich sag mal, so mit so einem schwachen Spiel passiert, das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Ich meine, wenn wir jetzt, keine Ahnung, ein ordentliches Spiel macht und am Ende dann halt vielleicht trotzdem irgendwie mit einem Tor verliert oder sowas, gut, ist halt so. Aber das war schon irgendwie sehr dünn. Also es ging ja von Anfang an los. Irgendwie, da kam ja schon der erste Rückpass auf Kolke. Irgendwie so von, der spielt Lorch an und der irgendwie wieder so komisch halb hoch spielte den Ball zurück. Das ist eine völlig absurde Szene. Völlig. Ich dachte, was ist denn da los? Wissen die, dass wir schon jetzt um echt spielen und jetzt nicht irgendwie noch beim Aufwärmen sind oder so? Da kam ja dann schon gleich der erste Abschluss nach 1 Minute. Er dachte, puh, das ging ja gerade nochmal gut. Und dann kam schon gleich irgendwie so der nächste Angriff. Nach ein paar Minuten waren die Vene überhaupt erst das erste Mal in der gegnerischen Hälfte. Aber dann waren noch nicht mal 10 Minuten rum, da stand es schon 1-0. Ne? Ausgerechnet Tich Rivero verliert da so blöd den Ball im Mittelfeld. Das war ganz schlimm. Das ist halt auch, das, also
im zentralen Mittelfeld, im Spielaufbau den Ball zu verlieren, das ist so das, was überhaupt, das ist ja genau das, wo auch die Dortmunder manchmal so stark sind. Ne? Ja, aber das kennt man jetzt zum Beispiel gerade von Titsch eigentlich nicht. Ja, ja. Der ist da eigentlich genau. Ja, sehr stark. Im Gegenteil, also das ist eigentlich genau so ein Tor, wie wir es auch zumindest in der Vorrunde schon oft gesehen haben. Genau. Durch eine aggressive, aber jetzt nicht unfaire Zweikampfführung den Ball erobert, schnell umgeschaltet, bums, drin das Ding. Also den darf er halt auch nicht verlieren, weil beide Außenverteidiger halt schon aufgerückt sind und auf sein Anspiel warten. Ja, ja, genau. Dittgen stand genau schon das passiert ja dann auch. Ja, ja, dann rücken die Nächsten auf und deswegen steht dann am Ende der Ademi frei in der Mitte. Ja, ja, den hatte ich erst nicht erkannt, deshalb habe ich, ich habe nicht gesehen, wer denn das Tor geschossen hat, weil er eben so, ich konnte die Rücknummer nicht sehen. Und dann ist er ja halt auch so, also der ist praktisch, hat das Tor so gemacht und dann so gejubelt, dass ich nicht sehen konnte, wer es ist. Deshalb habe ich irgendwann einfach das Tor durchgesagt. Ja. Und hast du immer noch keinen Einflüsterer? Ja, man konnte es von unserer Position aus nicht sehen, wer das Tor gemacht hat. Okay. Und dann habe ich eben das Tor durchgesagt und als dann... Also gegen ein geringes Entgelt schicke ich dir das nächste Mal eine WhatsApp-Nachricht. Ja, ich meine, unsere Spieler kenne ich. Gegen ein bisschen größeres Entgelt auch die richtige? Ja, ich weiß halt, natürlich weiß ich bei unseren Spielern, wie die aussehen, aber wenn ich da, sobald ich da eine Nummer sehe, weiß ich es auch, ja, aber... War da halt, gut, hab's dann ja noch nachgeschoben, aber ja, im Endeffekt hat Würzburg, fand ich, das perfekt gegen uns gespielt. Die haben das Mittelfeld beackert, haben da Ballverluste forciert und haben ja halt unglaublich kompakt gestanden. Und trotzdem haben wir ja auch in der ersten Halbzeit, gerade über Diawosi, einige Läufe auch in den 16er gehabt über links. Aber es kam halt dann, auch in der zweiten Halbzeit war das ja so, es kam nichts bei rum, weil die dann eben auch so kompakt im eigenen Strafraum standen, dass sie die ganzen Querpässe abgefangen haben. Ja, also du hast eigentlich, die hatten eigentlich immer Überzahl. Also standen beim Gegner standen sie mindestens mit zwei Leuten, wenn der den Ball hatte, mit zwei Leuten vor dem Mann. Und bei eigenem Ballbesitz hat er ja auch ohne Ende Anspielstationen gehabt. Also ich habe mich zwischendurch echt gefragt, ob die einen Mann mehr haben. Also ja, du hast auch so viel Ballverluste gehabt und gerade Dittgen in der ersten Halbzeit war ja, boah, also... Ja, puh. Und auch in der Rückwärtsbewegung, also die haben schon mit großer Absicht da irgendwie fast alle Angriffe über deren rechte Angriffsseite gespielt. Das hatten die sich vorher schon angeguckt, wie sie das machen wollen. Also... Genau, also das so sah es auch aus. Also es war, wir haben ja gegen Würzburg keine gute Bilanz gehabt, die ist jetzt noch schlechter geworden und das, ja, aber im Endeffekt gar auch unsere Standards. Wie gesagt, wir hatten genug Standardmöglichkeiten, sei es Freistöße und auch Ecken, aber es wurde ja nie wirklich gefährlich. Ja, auch das ist erstaunlich. Also es hat eigentlich an allem gefehlt, was so die letzten Wochen oder so diese Saison bisher gut war. Also das war schon ein ziemlich schlechtes Spiel, muss man sagen. Ich meine, klar, gegen einen guten Gegner, ja, kam dann halt zusammen. Wenn du jetzt, keine Ahnung, gegen einen Aalen, was vielleicht nicht in Form ist oder sowas, dann gewinnst du vielleicht so ein Spiel dann doch noch irgendwie oder punktest zumindest. Aber gegen Würzburg, was halt gut war, siehst du halt kein Land an so einem Tag. Ja. Genau, und zumal Würzburg muss man ja auch sagen, die haben ja jetzt, klar, die hatten davor gegen Rostock verloren. Da haben sie wohl, sie am Anfang sich zwei Tore gefangen, da haben sie wohl in der komischen Grundordnung angefangen, irgendwie so, oder? Ja, ja, mit einer Dreierkette irgendwie, die haben sie danach dann wieder umgestellt, danach war es dann gut, aber dann haben sie es halt nicht mehr aufgenommen. Genau, aber ansonsten haben die ja auch die vier Spiele gewonnen, ne? Also sprich, die haben dreimal gewonnen. Ja. Gegen Rostock verloren und gegen uns jetzt wieder gewonnen. Also sprich, die haben genau wie wir aus den 5 Spielen jetzt 12 Punkte geholt dieses Jahr und sind jetzt 6 Punkte hinter uns. Also ist jetzt durchaus ein Gegner, gegen den kannst du verlieren. Erschreckend war halt, dass von uns so wenig kam. Aber ich glaube, das lag zum einen daran, dass die entweder ja ein paar Prozent nachgelassen haben von der Einstellung oder eben, dass er einfach ja, dass einfach die Verunsicherung immer größer wurde, weil es einfach nichts funktioniert hat. Und das liegt dann ja auch wieder am Gegner. Ja, waren halt aber auch wirklich absurde Fehlpässe und sowas dann dabei. Irgendwie Bälle ins Nichts, wo irgendwie so halt die Abstimmung halt gar nicht stimmte irgendwie. Oder der eine glaubt, der läuft dahin und der andere, naja, es ist so. Da passt wirklich nicht viel zusammen. Ja, und ich meine, ansonsten, Braunschweig hat ja, glaube ich, auch alles gewonnen, außer gegen uns dieses Jahr, ne? Ja. Also, sie haben ja jetzt auch. Haben Rostock geschlagen. Ja, die haben Rostock, Haching, Köln,
Zwickau haben sie alles gewonnen, nur gegen uns verloren, ne? Also, ja gut, das sind natürlich auch alles Mannschaften um die herum, ne? Ist ja egal, aber ja. Und auch Karlsruhe, glaube ich, gegen alle unentschieden gespielt. Ja, das stimmt. Ja, die da unten stehen. Und somit hast du schon gegen zwei formstarke Mannschaften gespielt. Du hast gegen Rostock gespielt, gegen die haben wir auch eine schlechte Bilanz. Da sehen wir eigentlich nie gut aus. Mhm. Ja, und ja, von daher ist ja immer noch, ist immer noch gut. Ja, ja. Jetzt musst du halt wieder, bist du wieder geerdet worden und genau, also ich denke, zumindest dafür war es gut, dass jeder wieder weiß, es geht nicht mit weniger als 100% und absoluter Konzentration. Also, und ich glaube, wir brauchen halt einfach auch ein paar Alternativen, die du bringen kannst. Und da hast du zumindest mit Mrovcer und Scheffler zwei, genau, Minimum. Ist ein bisschen schade irgendwie, das hat man ja auch schon mal besprochen, dass Schwadorf so raus ist, weil irgendwie so als Einwechselspieler gefällt er mir meistens nicht irgendwie. Also er hat gestern eine gute Szene gehabt, wo dann halt am Ende dann der Ball dann eben nicht zu Diawosi ankam. Als er einmal ganz gut freigespielt war. Anfangs dachte ich noch, warum läuft er so weit nach außen, aber nachdem ich es im Fernsehen gesehen habe, war schon klar, dass das Anspiel ging irgendwie so nach außen, also viel anders konnte er gar nicht laufen. Also es selbst abschließen ist bei Schwadorf für meistens auch nicht die beste Idee. Also von daher ist schon gut, dass er Mitspieler gesucht hat. Aber war halt dann am Ende auch wieder gut verteidigt. Aber Schwadorf wird über die Rolle des Jokers wahrscheinlich nicht mehr hinauskommen, weil Diawosi ist gesetzt links. Ja. Und ja, selbst wenn Scheffler, Chiré vorne sind, hast du immer noch rechts gerade den Schmidt. Das, genau. Sei denn, weil Lorch, finde ich, hat auch, Lorch war einer der wenigen, die gegen Würzburg fand ich noch ganz passabel, genau, gespielt haben. Den kannst du momentan eigentlich auch nicht rausnehmen. Von daher wird es auch interessant, wo Ofza dann irgendwie reinkommt. Genau. Ja. Aber ja. Ja, okay. Also letztendlich 0-2 verloren. Aber wir, das Gute ist, wir sind immer noch auf dem dritten Platz. Und Uerdingen hat gerade nur 0-0 gegen Münster gespielt. Genau. Im Montagsspiel. Das bringt uns doch schon zur Tabelle. Ja, Osnabrück hat sich jetzt ein bisschen abgesetzt. Die haben jetzt schon 51 Punkte, sind also noch die einzigen, die weiterhin 2 Punkte im Schnitt haben oder sogar ein bisschen drüber. Karlsruhe 45 Punkte und dann kommen wir und Halle jeweils mit 42 und dann auch schon wieder eine kleine Lücke zu Uerdingen. Also Uerdingen hat, glaube ich, die Rückrunde noch kein Spiel gewonnen, oder? Nee, ich glaube nicht. Der Norbert-Meyer-Effekt. Genau. Ja, der hat ja nicht alle zu verantworten, aber, nee, aber die haben spielen jetzt nicht besser unter ihm. 2 Punkte erst. Jetzt in der Rückrunde. Also Haching könnte ja noch so ein bisschen da reingrätschen, wenn sie ihre Nachholspiele gewinnen, aber ja. Das sieht ja auch aktuell nicht so danach aus. Dass ja, die 3 Spiele, die sie hatten, haben sie. Nee, war immer 1 haben sie gewonnen, ne? Aber. Nö. Ja, das war noch vor Weihnachten. Die haben genau, das war noch dreimal verloren jetzt. Genau, richtig, jetzt in der seit der Winterpause, ja. Genau. Ja. So sieht das aus. Ja gut, Tabellenkeller brauchen wir jetzt nicht im Detail zu besprechen. Nur so viel, dass Braunschweig schon klar auf dem Weg da unten raus ist. Also ich glaube, die werden schon recht bald überm Strich stehen. Haben wir jetzt einen Punkt. Ab jetzt nur noch helfen. Haben wir jetzt einen Punkteschnitt. Ja, ganz versehen, dritte Liga. So schnell geht das. Und ja. Dazu mussten sie viermal gewinnen jetzt. Ja, ja gut, aber ich meine, jetzt in den 6 Rückrundenspielen 13 Punkte, also das ist. Ja, also gut, dass du die auf jeden Fall schon mal los hast. Ja, genau. Genau, ja, ab jetzt können die ja meinetwegen so ziemlich alles gewinnen, das kann uns ja nur helfen. Okay, dann geht's als nächstes nach Meppen. Da bleiben wir gerade noch mal kurz bei der Tabelle, denn Meppen ist in der Rückrundentabelle auf dem ersten Platz. Haben genauso wie wir 5 Spiele gewonnen von den 6 und dabei sogar noch eine bessere Tordifferenz. Also da kommen wir auf die nächste formstarke Mannschaft. Jetzt am Samstag in Meppen. Was erwartest du da, Sonja? Hast du dir irgendwie eine Vorstellung drei gemacht? 3 Punkte. 3 Punkte. Für wen? Ja, für uns. Okay. Nee, keine Ahnung. Also wenn wir so spielen wie gestern, dann brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden, wie das ausgeht. Ja gut, ich hoffe auch mal, das wäre jetzt eine einmalige Sache. Ja, aber ich hoffe, dass sie so stark auftreten wie eigentlich in Braunschweig oder Haching. Also, dass man sagt, das ist zwar ein guter Gegner, aber wir ziehen da trotzdem unser Ding durch und haben vielleicht auch ein bisschen Glück oder erzwingendes Glück und gewinnen dann vielleicht auch einfach knapp und gut ist. Mhm. Also ich denke, also Meppen hat natürlich jetzt
Aufwind. Haben jetzt 4 Spiele in Folge gewonnen. Vorher, glaube ich, ja unglücklich gegen Osnabrück verloren. Aber sie haben ja auch, haben wir ja gesagt, gegen Uerdingen haben sie 2 in Linden gelegen. Haben das in der Nachspielzeit noch gedreht. Gegen Aalen haben sie in der Nachspielzeit das Tor gemacht. Hatten wir ja beim letzten Mal erwähnt. Ja. Gut, dann haben sie Cottbus geschlagen. Und jetzt Rostock hatten sie wohl auch eher Glück in der ersten Halbzeit. Also da kannst du natürlich gewinnen. Ja, so wie unsere Serie geendet hat, muss deren Serie kannst auch du enden. Deren natürlich ja. auch beenden. Und zumal die ja jetzt im Prinzip so gerade im Niemandsland der Tabelle stehen. So. Also sie sind ja recht gesichert jetzt erstmal gerade mit 34 Punkten. Das sind 8 Punkte vorm ersten Abstiegsplatz. Oben wären sie. Ja, genauso wie 8 Punkte bis zu uns. Ne? Genau. Und das ist natürlich, natürlich werden die kämpfen und alles versuchen und das wird auch wieder, musst du da deine Leistung bringen, aber du, natürlich kannst du da gewinnen. Ja, okay. Gut, dann gucken wir doch mal, was es sonst noch so gibt. Der März ist nämlich jetzt pickepacke voll. 7 Partien stehen da an für den SVW in Wiesbaden. Also jetzt haben wir tatsächlich mal wieder samstags. Ich wollte gerade auch zum nächsten Spieltag. Zum Mappen möchtest du noch was sagen? Achso, ja, nee, es gibt sehr interessante andere Begegnungen. Das ja. wollte ich sagen. Ja, ja. Sag mal an. Am Freitag spielt Halle gegen Uerdingen. Ja, wunderbar. Das also da würde ich, glaube ich, im Kicktipp schon mal 0-0 tippen. Als kleinen Teaser. Ja, vor allem, weil Halle hat jetzt, glaube ich, 4 oder 5 Spiele hintereinander kein Tor geschossen, ne? Ja, die haben, glaube ich, 1-0 gewonnen. Dann haben sie 3-mal 0-0 und jetzt haben sie 1-0 verloren, 2-0. Irgendwie so, ja. Jedenfalls, also das ist so das Anti-Wehen momentan, ne? Und Karlsruhe spielt gegen Osnabrück. Ja. Also 1 gegen 2 und 4 gegen 5. 4 gegen 5 und 3 gegen 12 oder was? 8? Ja, Rückrundenplatz 1. Ja, genau. Also nur Spitzenspiele. Nur Spitzenspiele. Ja, genau. Und ja, also zumindest kannst du da, wenn du da, ich meine, klar, wenn jetzt KSC daheim Osnabrück schlägt, dann rücken die da auch noch mal ein bisschen an die genau. ran. Oder wäre ja auch nicht schlimm, wenn wir da in deren Windschatten auch noch ein bisschen mit ranrücken. Ja, genau. Also wenn du gewinnst, hast du auf jeden Fall letztendlich, meinetwegen kann Osnabrück auch da vorne wegmarschieren, das ist ja wurscht. Zweiter Platz wird ja völlig reichen, aber ja. Wir spielen gegen Osnabrück, glaube ich, relativ spät, gell? Ja, die hatten wir doch vorletzter Spieltag, meine ich, ne? Wir hatten Osnabrück und dann Uerdingen. Ja, genau. Also wenn die dann aufgestiegen sind, ist auch nicht schlimm. Richtig, genau. Das ist ja nicht ganz, aber mal gucken. Gott, ihr seid schon im tiefsten Mai unterwegs. Ja, aber dafür. Ja, genau. Das ist der nächste Spieltag. Dann geht's die Woche drauf. Wieder samstags, unser erstes Samstagsheimspiel seit irgendwann Mitte Dezember oder so. Oder Anfang Dezember. Die letzten waren freitags und montags im genau, Dezember. Dann auswärts. Also Anfang Dezember müsste, glaube ich, sein. Ja, das kann sein. Ja, auf jeden Fall Heimspiel gegen 1860 München. Ja, die jetzt auch, ich glaube, die haben jetzt mal 2 Spiele wieder gewonnen. Sind, glaube ich, punktgleich mit Meppen. Aktuell, aber halt auch so im Mittelfeld der Tabelle. Ja, also ich sag mal, wenn du oben mitspielen willst, wäre das schon so ein Spiel, was man eher gewinnen sollte. Dann kommt eine englische Woche auswärts Mittwochabends in Groß-Aspach. Und das solltest du gewinnen. Ja, klar, alles sollte man alles gewinnen, aber jetzt, wir brauchen es jetzt auch noch nicht. Ich denke, da werden wir eh auch mal irgendwann eine neue Folge aufnehmen, aber ich wollte es jetzt mal in der englischen Woche wird das eng. Ja, den März jetzt mal eben hier komplett machen, was da so uns bevorsteht. Dann gleich wieder Samstags Heimspiel, 2 Samstage hintereinander mit Heimspielen, auch schön, gegen Preußen Münster. Dann die Woche drauf auswärts bei Halle oder in Halle, nicht in der Halle. Ja, der Sonja ist in der Halle, aber wir spielen. Ja, genau. Und dann zum guten Abschluss, nein, noch nicht ganz. Dann kommt noch das Hessen-Pokal-Halbfinale in Dreieich, mittwochs. Und dann am 31. März, sonntags, Heimspiel gegen Karlsruhe. Ja, also ich denke mal, wenn der März rum ist, da wissen wir Bescheid. Ob wir noch. Ob wir schon Bescheid wissen, weiß ich nicht. Nee. Aber, also ich meine, man wüsste eigentlich nur, wenn man nicht mehr dabei ist, ne? Aber man hat auf jeden Fall, ja, also genau, wir haben bis dahin einiges gesehen, ja, da sind bis dahin. Ja gut, ich sag mal, es gibt selten 6 Ligaspiele in einem Monat. Aber ja. In dem Fall ist es so.
ohne dass irgendein Spiel verlegt wurde. Ja, ja. Ja. Und hast natürlich mit Halle und Karlsruhe gegen Ende des Monats direkte Konkurrenten. Und wie gesagt, vorher, ja, Meppen 60, Asbach, Münster, auch Halle, wie sie sich jetzt präsentieren. Aber es ist natürlich gefährlich. Sind eigentlich bis auf Groß Asbach alles Teams so aus der Mitte? Also die sind jetzt nicht, keine Ahnung, jetzt haben wir keine Ahlen oder Cottbus. Groß Asbach hat Uerdingen und Osnabrück geschlagen, ne? Auch wieder wahr. Ansonsten haben sie verloren oder gegen Aalen unentschieden gespielt. Also es ist halt auch. Ja, ist halt dritte Liga, ne? Es liegt in der Regel an deiner Leistung, würde ich jetzt mal sagen, gegen Gegner wie Meppen 60 und Asbach, ohne jetzt da arrogant klingen zu wollen. Aber da hat unsere Mannschaft, glaube ich, mehr Potenzial. Und wenn die das abrufen, dann gewinnen die so Spiele in der Regel auch. Das stimmt, ja. Das ist ja auch was, was so die letzten ein, zwei Jahre anders ist als früher. Da war man doch sehr davon abhängig, irgendwie, wie gut der Gegner gerade drauf ist. Ja, oder ob dir das Ding halt vor die Füße dann mal fällt. Und, ja, ja. Genau, okay. Dann soll uns das mal genügen als Ausblick auf den März. Also irgendwann im Laufe des März machen wir sicherlich auch mal wieder eine Folge. Genau kann ich es jetzt noch nicht datieren. Ihr werdet es erfahren. Dann, was haben wir sonst noch so an Diskussionsthemen? Über die AWC haben wir schon gesprochen. Rüdiger Rehm ist neuer Rekordtrainer beim SVW in Wiesbaden. Hurra! Jetzt erst. Jetzt in allen Belangen. Also er war Rekordtrainer Rüdiger Rehm. Rekordtrainer. Trainer. Hat er jetzt ein Triple R auf seinem Anzug? Das muss man vorschlagen. Pack ihm einfach eins drauf. Genau, also hat jetzt nicht nur die meisten Punkte hat er ja schon länger geholt. Ist jetzt auch von der Dauer hat er jetzt Gino Lettieri überholt. Der war knapp über 2 Jahre da. Und Rehm hatte jetzt kürzlich jetzt sein 2-jähriges, ist jetzt also länger als Lettieri und hat jetzt auch mehr Spiele. Also der war tatsächlich genau, die hatten beide 78 Spiele irgendwie nach genau 2 Jahren. Also das kam genau hin. Und jetzt seit gestern. Oder nee, seit letzter Woche. Ja, Punkte hat er vorher schon mehr gehabt. Ne? Punkte hat er vorher schon mehr gehabt, deutlich. Ja, ja, also. Genau, das ist nur so eine Randbemerkung. Und er wird uns ja hoffentlich noch lange erhalten bleiben. Also die Bilanz wird er sicherlich noch weiter ausbauen. Dann haben wir hier noch ein Thema Musikwechsel. Micha, ja. Was hast du uns denn da eingebrockt? Wo ist denn das gute You Never Walk Alone hingekommen? Ja, das habe ich Ich komme gar nicht mehr richtig in Stimmung vom Spiel. Was ist da los? Jetzt hat er sich, der arme Gunnar, sich an seiner Flensburger, wir dürfen keine Werbung machen, an seinem An meinem Kaltgetränk habe ich mir jetzt die Zähne gestoßen, weil ich plötzlich auflachen musste, weil du so einen Quatsch erzählst. Was denn? Ja, also ich sag mal meine so. Emotionen, die sind heilig, ey. Deine Emotionen sind heilig, ja. Emotionen respektieren, ja. Ja. Richtig, Paul. Wie war das? Wie war das mit Emotionen reglementieren? auch schon mal, ja. Gottes Willen. Nein, also, das war so, wir hatten ja ein kleiner Insider-Information, die ich preisgeben darf, denke ich. Es gab vor dem ersten Heimspiel ein Treffen, an dem ich teilgenommen habe, und da wurde eben der Ablauf durchgesprochen. Gibt ja zu jedem Heimspiel einen Ablaufplan. Marketing platziert seine Werbung und so weiter. Und meine Chefs oder die Pressesprecher eben und der Guido, der das ja jetzt auch schon länger macht, wir saßen eben zusammen und dann waren wir im Prinzip durch. Ich habe meine Fragen gestellt und haben darüber gesprochen. Und der Jörg Bock ist ja auch neu, ja, aus Karlsruhe gekommen. Und als wir dann durch waren, hat er dann gefragt, ja, wie ist es eigentlich, hast du noch was du ändern würdest? Weil wenn, dann machen wir es jetzt. Ah, dann hast du eine Chance gewittert. Und dann habe ich gehört, ich war da jetzt nicht drauf vorbereitet. Aber hab dann gesagt, ja, also es gibt was. Wir haben einen Kumpel, sitzt gerade neben mir, der geht immer erst in die Kurve, wenn nachdem You Never Walk Alone gespielt wurde. Und ich hatte mir vorher nie so Gedanken gemacht, habe ich gesagt, aber da ist mir halt so bewusst geworden, dass ich auch, ja, dass es eigentlich nicht passt. So zu unserem
Also in der Regel, wenn es jetzt nicht gerade Pokal ist, wenn du vor 2000 gegen Haching spielst oder selbst wenn es 2.500 sind gegen Würzburg, das Stadion, in der Regel hast du sehr viel Platz und es ist eben nicht diese klassische Atmosphäre, die man dann eben von Liverpool oder anderen größeren Stadien kennt, oder gerade für Liverpool steht es ja. Es ist eben nicht so stimmungsvoll und daher passt es nicht so. Dann habe ich gedacht, dass die mir dann jetzt da was gegenreden, aber im Prinzip haben sie dann, ja, haben das kurz sacken lassen und sich schon kurz unterhalten und waren dann der Meinung, okay, also das fliegt raus. Und dann kam die Frage, was spielen wir stattdessen? Und ich so, ja, darauf bin ich jetzt nicht vorbereitet und habe dann einfach mal Guns N' Roses Paradise City vorgeschlagen. Dann gab es noch ein paar Diskussionen und ich hatte euch dann ja auch direkt mal angefunkt. Ich hab dir was geschrieben. Ja, das wurde nicht zur Diskussion gestellt. Ich habe auch Vorschläge. Das, was du uns geschickt hast, haben wir uns sogar angehört. Ach du lieber Himmel, ihr habt euch auch noch dagegen entschieden. Das ja, ist ja richtig. da ging der Daumen nach unten sehr schnell. Und ja, und dann hat aber der... Sie hörten den Beitrag unserer ESC-Korrespondentin. Ja, auf jeden Fall. Nein, es war kein ESC-Lied. Auf jeden Fall hat dann, ich habe dann auch noch kurz Oasis vorgeschlagen, aber egal. Auf jeden Fall die guten Sachen wieder alle durchgefallen. Hat dann der Guido gemeint, ja, also er findet Guns N' Roses ganz gut, aber dann würde er Welcome to the Jungle eben vorschlagen. Habe ich gemeint, ich habe dann sogar gesagt, hier, pass auf, selbst wenn ich nur ein Spiel als Stadionsprecher mache, wenn das Lied jetzt kommt, statt You Never Walk Alone, hat es sich schon gelohnt, habe ich denen gesagt. Und ja, dann haben sie das eben gespielt und seitdem läuft das. Ich weiß es nicht, ob sich da jetzt, gibt bestimmt auch ein paar, die es vielleicht blöd finden, dass es nicht mehr kommt und die ihre Schals weiter hochhalten wollten, aber ich habe jetzt noch nichts Großes gehört, Negatives, und ich habe auch, genau, der eine Ordner, der im Spielertunnel steht, der Security-Mann, der hat auch, als das Lied dann kam, hat gesagt, endlich haben wir mal gute Musik hier. Mhm. Von daher, ja, also kam das, dass wir jetzt eben ein anderes Lied hören nach der Wien-Hymne oder nach der SVWW-Hymne. Ja. Und da habe ich mir nur gedacht, ja, manchmal hat man relativ leicht Einfluss auf so gewisse Sachen. Das vielleicht einfach nur mal artikulieren. Ne? Nein, also sie wollten halt auch, also im Prinzip war es so, sie wollten eine etwas haben, was jetzt nicht überall gespielt wird. Also was einen Wiedererkennungswert schafft, und You Never Walk Alone schafft keinen Wiedererkennungswert und es passt nicht zu uns. Ja, wobei Welcome to the Jungle natürlich jetzt auch nicht super ausgefallen ist für eine Stadionmusik. Ne? Das, also ich meine, das ist natürlich thematisch auch so ein bisschen fragwürdig, ne? Ja, Welcome to the Großstadt Jungle hier, warum nicht? Das ist ja wieder eine Stadt hier, Welcome to the Jungle. Dschungelfilter. Ich bin froh über alles. Ich bin froh über alles, was nicht You Never Walk Alone ist. Nein, also im Prinzip, klar, der Scooter läuft ja, glaube ich, noch in Gladbach auch beim Tor. Ja, ja. Jubel. Aber und in St. Pauli läuft Hells Bells oder was. Ist auch cool. Genau, ja, und dann haben sie natürlich dann irgendwie Blur mit. Ja, genau. Es gab halt so ein paar Lieder, die von Anfang an raus waren. Also es gibt jetzt nicht viele, ich kenne jetzt kein Stadion, wo das immer direkt vom Spiel halt läuft, bevor die Aufstellung kommt. Klar, kannst du zwischendurch mal laufen, so als generelle Musik. Ja, und was auch noch lustig war jetzt gegen Würzburg. Also vorm Spiel ist es halt so, dass der, es gibt ja das Programm, also wo ich dann auch was sage, und gibt ja diesen Stadionplan, und dann gibt es auch klar diese festgelegten Werbebotschaften, aber es gibt auch immer wieder so Puffer, die eben mit Musik gefüllt werden dann. Und das war dann so, dann stand ich unten, das war dann so eine 20 Minuten, Viertelstunde vorm Spiel, weiß nicht, ob ihr da schon im Stadion wart? Ja, ich glaube schon. Und dann lief irgendwie so eine Musik, und ich habe da jetzt, weil ich dann auch natürlich konzentriert bin und mich mit anderen Dingen beschäftige, na, was kommt als nächstes und so weiter, habe ich gar nicht so drauf geachtet, aber lief irgend so eine Musik, und dann irgendwann sagte Christian Hock, ruft mich so, Micha, komm her. Ich so, ja, wer ist denn hier für die Musik zuständig? Ich so, oben, die von der Regie. Und da, ich bin ja mit denen, also ich habe ja so ein kleines Mikro, mit dem ich oben sprechen kann, und habe ja einen Knopf im Ohr. Und dann habe ich gemeint, weil, was ist denn das für Musik? Und dann hat der Trainer gemeint, er meinte dann so, ist er hier am Reitturnier oder was? Reitturnier? Ja, da lief irgendwie so, das war, glaube ich, so ein bisschen Country-mäßig oder keine Ahnung. Und ist mir jetzt nicht aufgefallen. Dann habe ich den Holger gefragt, der in der Stadionregie ist, und dann habe ich ihn gefragt, hier, was ist denn das?
es gibt hier Beschwerden über die Musik. Was ist denn das? Ich weiß es nicht, wir hatten 3 Minuten 40 zu überbrücken, da haben wir nach einem Lied gesucht, das 3:40 geht. Erben von Dr. Love. Das ist und da habe ich gemeint, wer sucht dann die Musik aus? Und haben sie dann irgendwie gemeint, Apple Music oder was, ne? Und dann haben sie da wohl nicht nach was Passendem gesucht, sondern nach was die passende Länge hatte. Okay. Und haben das aber nicht vorher gegengecheckt. Und das war dann natürlich, hat er dann auch gesagt, war nicht so glücklich. Und dann haben sie alles rückwirkend, ey. Und dann haben sie es halt, die machen übrigens auch die Steine Regie in Mainz. Und dann haben sie es aber relativ schnell gewechselt. Da kam dann was Rockigeres. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr was, aber dann meinte der Rüdiger eben nur so, ja, schon besser. Und aber zufrieden waren sie trotzdem nicht. Und hat er dann vor allem war noch so geil, der muss Vollgas kommen, ne? Und dann habe ich mir nur gedacht, jo, so haben die dann auch gespielt, wie die Musik war, ne? So ein bisschen. Jetzt haben wir natürlich auch den Grund. Regie war schuld. Das nur als kleine. Es muss ja richtig kacke gewesen sein, wenn die 20 Minuten vom Spielen nichts Besseres zu tun haben, als sich bei dir zu beschweren, wie scheiße die Musik ist. Ja, also ich konnte die Schuld zum Glück von mir weisen. Aber, ja, das sind halt so kleine Sachen, die dann eben so drumherum passieren, die man natürlich nicht mitkriegt. Und wenn man sich unterhält und nicht auf die Musik achtet, dann fällt es einem auch gar nicht auf, ne? Genau, das ist auch noch eins, das wollte ich gerade noch loswerden. Ich hatte ja schon beim ersten Heimspiel, da war ich ja gegen meine Pläne ja ein bisschen spät dran, da kam ich gerade rechtzeitig, irgendwie als dann halt Guns N' Roses lief, kam ich gerade zu dem Zeitpunkt in den Block, fand das erstmal sehr geil, hab da abgedanced und sonst irgendwas und ich hatte den Eindruck, keiner hat überhaupt gemerkt, weil ich dann halt auch noch irgendwie so zu ein paar von unseren üblichen Leuten, mit denen wir da so rumstehen, hier geil, hier jetzt Guns N' Roses statt diesem öden You Never Walk Alone und die so, wisst wie, denen ist auch gar nicht aufgefallen, dass das gar nicht gelaufen ist. Also ich glaube, es sind nicht so viele, die es tatsächlich aktiv vermissen. Und so ging's gestern auch, da habe ich auch noch, da war ich mit der Moni gerade noch im Gespräch und sowas und so ein paar rum und ja, das ist, glaube ich, auch was, ich kriege jetzt natürlich mit, wie sehr sich da auch Gedanken gemacht wird um das ganze Programm drumherum. Und dann komme ich ja nach dem Spiel, war ich ja dann im, habe ich ja gesagt, komme ich hinter den Block halt, kurz babbeln können. Und dann sagt ihr mir, ja, man hatte ich eigentlich gar nicht verstanden. Weil das war wieder ein bisschen zu leise. Also sprich, dass das, dann habe ich halt das den Kollegen gesagt. Und dann meinte der halt, ja, normalerweise gehört es dazu, dass man eben vorm Spiel ja halt da das checkt, ja, von der Lautstärke. Das ist wohl da jetzt nicht passiert. Ach so. Das könnte dann damit zusammenhängen. Also, keine Ahnung. Also, da denke ich mir halt auch, ja, man macht sich dann Gedanken, was man so sagt und ob was man so mit einfließen lässt und am Ende hört es eh keiner. Ja, und dann, du hast bestimmt gute Sachen gesagt, da haben wir drauf vertraut. Haben halt einfach nicht zugehört. Oder man konnte es nicht hören. Ich weiß ja selbst, wie es ist. Ja, wenn ich, wie oft war ich im Stadion? Und mich hat das Vorprogramm einfach nicht interessiert. Ja, und jetzt bist du das Vorprogramm. Ja, so ist das. So ist das. Karma, ne? Okay, abschließende Frage. Was ist mit Dr. Love passiert? Ist der Vertrag ausgelaufen? Ohne das genau zu wissen. Und geknebelt in meinem Keller. Ohne das genau zu wissen, was passiert ist, hatte ich nur mal, meine ich, mitbekommen, dass es da irgendwelche persönlichen Probleme gab, die wohl dazu geführt haben, dass er da freigestellt wurde oder also er, ich weiß jetzt nicht genau, was da war, aber es war auf jeden Fall so, dass er dann da irgendwie gerade nicht mehr zur Verfügung steht. Okay. Also es war jetzt nicht so, dass er jetzt rausgeschmissen worden ist, sondern einfach, dass er dann das praktisch, aber vielleicht passt er jetzt auch gar nicht mehr in das neue Konzept rein. Vielleicht bewerbe ich mich jetzt mal als Stadion-DJ. Ach, kannst du machen, du hast ja noch eh große Pläne, was das angeht. Ich schicke dir ein paar 3 Ja, du wolltest doch hier Presenter werden. Ja, natürlich, genau. Das machen wir. Wir müssen mal rausfinden, was da so ein, hier XY wird präsentiert von, kostet irgendwie entweder ein Spieler oder dieser Rückstand wird ihnen präsentiert von niemals erste Liga. Das kommt eh nicht so oft vor, das kann nicht so teuer sein. Genau, das ist unser Image. Also was ich jetzt halt weiß, ist, es gibt ja Presenter oder halt Werbepartner, die werden
ja von mir auch aktiv durchgesagt, wie eben Zuschauerzahl und Mannschaftsaufstellung von Britta und Torschützen? Nee, Torschützen. Auswechslung. Oder nach den Toren eben SW für die Jugend. Diese Auswechslung. Die sagst du alle nochmal, komm, sagst du alle. Die Auswechslung werden ja dann präsentiert von dem Hotel in der Nähe von deiner Arbeit. Das stimmt. Gunnar. Und ja, und auch die Nachspielzeit gibt es eben. Ne? Und wenn aber keine Nachspielzeit angezeigt wurde, wie es ja jetzt gegen Würzburg war, es gab weder in der ersten noch in der zweiten Halbzeit Nachspielzeit. Ja. Und dann wird natürlich auch dieser... Das gab schon 3 Minuten. Nee, noch in der zweiten Halbzeit gab es natürlich, genau. Entschuldigung. Aber dann wird der wird, wenn es keine, gut, dass es keine Nachspielzeit gibt, ist jetzt relativ unwahrscheinlich, aber manchmal ist das ja auch so in der Liga, ne? Wenn es so ein langweiliges Spiel ist und. Kann passieren. Dann wird er eben auch nicht durchgesagt. Und manche werden halt nur eingeblendet. Und so ist es ja dann auch jetzt neu, dass einige Spieler dann eben präsentiert werden von, und das wird dann so zweimal im Spiel, jeweils einmal in der Halbzeit, läuft es eben so durch. Mhm. Und das war dann so lustig, weil dann halt Patrick Schönfeld. Alle, die gerade nicht spielen. Ja, genau. Alf Minzel, der nicht im Kader war, Patrick Schönfeld, der nicht im Kader war, Florian Hansch, der ausgewechselt wurde, Sebastian Rovza, die auch nicht dabei war, dann habe ich nur so gedacht, oh, guck mal, die spielen alle nicht. Und dann und auch unser E-Sportler. Der hat aber keinen Namen auf der Anzeigetafel. Ja gut, die anderen auch nicht, habe ich dann gesehen. Genau, da steht unsere Nummer 21. Ah, okay. Genau, warum das jetzt so ist, vielleicht dürfen die keine Personen... Ja, aber Personen, find doch mal raus, was das kostet. Ich will da unser niemals erste Liga-Logo, will ich da auf der Anzeigetafel sehen. Und wenn es zu teuer ist, liebe Hörer, dann machen wir ein Crowdfunding. Dann müsst ihr alle mal irgendwie einen Euro in den Topf schmeißen und dann sehen wir demnächst da niemals erste Liga. Vielleicht jetzt gegen Saisonende auch billiger, weil es nicht mehr so viele Spiele sind. Ja, stimmt. Ja, die machen wir am letzten Spieltag. Können wir jetzt vielleicht schon mal buchen. Und dann inklusive Relegation möglich. Oh, dieser Aufstieg wird Ihnen präsentiert von Nie mehr dritte Liga. Nie mehr dritte Liga, genau. Der neue Podcast. Das hat Sonja dann 3 Podcasts. Ja. Also ich kann den Markus, den Marketing-Chef, gerne mal fragen. Ja. Kennt ihr ja jetzt. Und kann schon mal. Einwandfrei. Das finden wir mal raus. Da die gehen wir ja mal mit der Büchse rum. Tendenziell wenn die wollen die ja alle Spieler ver... Jetzt nicht verticken, aber halt präsentieren. Ja, notfalls nehmen wir auch einen Spieler irgendwie so. Wir nehmen den dritten Torwart und das einfach für mehrere Jahre. Das oder den dritte Torwart. Ah, ja, nee, Quatsch. Hier, der Mocky ist noch frei, glaube ich. Das ist ja Mocky, Freund unserer Sendung. Wer hat uns schon mal was eingesprochen? Mocky zum Beispiel? Ja. Minzel? Ja, der ist weg. Prosinski. ansonsten, Moritz Kuhn finde ich auch noch gut. Den würde ich auch sponsern, präsentieren. Ja. Ja, übrigens war Robert Andrich im Stadion gestern. Vielleicht hat auch der uns Pech gebracht. Ach so. Nee, der ist wohl mit Patrick Breitkreuz befreundet. Ah. Breitkreuz, ja, als der eingewechselt wurde, dachte ich auch, wenn der jetzt noch trifft, das hat was von Demütigung. Ja, genau, er war noch am zweiten, diese Kopfballverlängerung irgendwie, das war von ihm. Ne? Waren die so gewollt? Pff, im Zweifelsfall immer. Egal. Ja, okay. Gut, genug. Genug davon. Dann noch eins. Ihr habt es vielleicht auch schon im Blog gelesen, aber wenn ihr uns nur hört und nicht lest, es gibt gerade eine Umfrage, nicht von uns, sondern vom SVW in Wiesbaden. Schon wieder. Gab es doch erst vor, weiß nicht, vor einem Jahr? Ist das schon 2 Jahre her? Ich glaube 2 Jahre her. Da gab es auch schon mal eine große Umfrage. Von wegen hier, bla, und wie der Verein in der Stadt wahrgenommen wird und dies und das, welche Attribute verbindest du und dies und das ist schon ein bisschen länglich, irgendwie als eine Online-Umfrage. Also ich glaube, ich war da schon bestimmt eine Viertelstunde mit beschäftigt mit dem Ding. So stand es auch drin in der... Ja, aber meistens ist das ja irgendwie für so Leute, die irgendwie so sehr langsam lesen und dann überlegen und ich klicke solche Dinge normalerweise relativ also schnell ist durch. Das Alter, Gunnar. Ach so, bin ich da steht ja, so man soll spontan antworten. Ja, aber dann musste ich echt die Frage erst zweimal lesen, und dann war mir immer noch nicht klar, wie es gemeint ist. Hast du die Umfrage ausgefüllt, Sonja? Ja, ich kann mich aber nicht mehr dran erinnern. Da waren zum Beispiel solche Fragen irgendwie, so eine ganze Reihe von irgendwelchen Adjektiven dann da irgendwie aufgelistet. Ja, stimmt, die haben alle nicht zugetroffen, zumindest nicht für mich. Ja, vor allem war das dann die Frage, soll das jetzt zum Verein als solchem oder zur Mannschaft oder zur aktuellen Spielweise? Auf was war das? Weil so Sachen wie diszipliniert oder sonst irgendwas, dachte ich irgendwie, der Verein ist, wie kann denn ein Verein diszipliniert sein? Was soll denn das bedeuten? Ja, da habe ich halt mal drüber nachgedacht. Also ich würde Uerdingen jetzt nicht als diszipliniert bezeichnen. Ja, aber so allgemein, also ich meine,
dass eine Mannschaft diszipliniert spielt, weil sie, was weiß ich, so ihre taktischen Vorgaben einhält. Ich glaube, es ging einfach darum, wie man den Verein wahrnimmt. Ja, aber da passt nicht jedes. Genau, und da habe ich halt jedes, eine Weile drüber nachdenken müssen, um erstmal zu kapieren, was wollen die jetzt von mir wissen, und fand das auch nicht eindeutig und fand ein bisschen merkwürdig gestellt, manche Fragen. Ich bin jetzt kein ausgebildeter Meinungsforscher. Die wahrscheinlich auch nicht. Ich frage mich nur, das ist ja im Prinzip, wollen die ja wissen, warum so wenig Leute ins Stadion kommen. Ja, na klar, und sie wollen dann und irgendwelche mal Sachen im Prinzip überlegen, muss man ja dann die Leute fragen, die nicht ins Stadion gehen. Ja. Und die Leute, die die Umfrage ausfüllen, sind ja die, denen der Verein was bedeutet und die sich dafür die Zeit nehmen. Natürlich wissen die auch so ein bisschen, wo der Schuh drückt, aber die können jetzt nicht sagen, okay, der kommt deshalb nicht mehr und der Karl kommt deshalb nicht mehr, sondern ja, im Endeffekt, klar, geht es denen darum, wie wird der Verein wahrgenommen und wo können wir vielleicht ansetzen und was ist den Leuten wichtig. Genau, aber das ist halt jetzt irgendwie, ich sage im Prinzip, eine Aussage von einem Dauerkarteninhaber ist eigentlich ziemlich wertlos, weil der kommt ja so oder so. Ich meine, wenn ich jetzt nach 10 Jahren dritte Liga immer noch jedes Spiel dahin wackel. Weil auch die ja weniger wurden, aber. Ja, das stimmt. Aber ob die dann jetzt bei der Umfrage dann gerade mitmachen? Also, was ich sagen kann, es kann nicht an den Preisen liegen. Zumindest nicht, wenn man in den Stehblock geht. Ja. Und es kann auch nicht am Fußball liegen, den man normalerweise jetzt sieht. Ja, wenn man die dritte Liga realistisch betrachtet. Wenn man, aber klar, es ist natürlich keine richtige Stimmung im Stadion, weil so wenig Leute da sind. Ich wollte das jetzt auch gar nicht irgendwie abschließend diskutieren, jetzt den Punkt. Ich wollte eigentlich nur noch mal auf die Umfrage hinweisen. Falls ihr, liebe Hörer, da noch nicht mitgemacht habt, da gibt es auch an der einen oder anderen Stelle irgendwie sowas, wie erfahrt ihr oder wie haltet ihr euch auf dem Laufenden oder wo erfahrt ihr Neuigkeiten über den SVW und solche Sachen. Ihr wisst, was zu tun. Wenn eure erste und wichtigste Informationsquelle ein gewisses Blog oder ein gewisser Podcast ist, das dürft ihr da gerne auch im Freifeld, in den Textfeldern angeben. Wir sind leider nicht direkt in den Antwortmöglichkeiten da, aber es gibt noch so freie Textfelder, da könnt ihr das durchaus erwähnen. Und ich weiß von ein paar Leuten, die haben das auch schon getan. Mal gucken. Gut. Dann ganz schnell mal auf die Jugend geblickt. Das Nachwuchsleistungszentrum hat einen Stern bekommen. Was heißt das? Donnerstags die Ausgabe vom neuen Stern, Hitler-Tagebücher, wieder da. Nein, es gab einen Stern vom DFB für das Nachwuchsleistungszentrum. Es kann bis zu 3 Sterne kann man da verdienen, aber das ist das erste Mal überhaupt, dass jetzt auf dem Hallberg ein Stern verliehen wurde, und das ist auch schon ziemlich gut. Das ist jetzt auch nicht irgendwie so wie Schulnoten irgendwie von 0 bis 3, sondern um den Stern zu bekommen, das ist wohl schon eine relativ hohe Hürde. Da musst du irgendwie so und so viel Prozent von diesen Punkten oder Kriterien da irgendwie erfüllen. Und dann geht es dann aber auch dann irgendwie, also das ist jetzt nicht, dass du 3 Sterne bekommst, wenn du 100% hast. Also es ist gar nicht so gedacht, dass man irgendwie 100% erreichen kann, offensichtlich. Wir verlinken da nochmal einen Artikel im Kurier. Da haben sie es ein bisschen aufgedröselt, wie das so läuft mit dieser Zertifizierung. Man hat, glaube ich, auch was davon. Ja, genau. Es gibt, ich glaube, 25.000 Euro pro Saison für die Nachwuchsförderung zusätzlich vom DFB. Also es gibt eh schon irgendwie einen gewissen Betrag, wenn du ein Nachwuchsleistungszentrum hast, und dann gibt's jetzt da nochmal halt irgendwie noch was obendrauf. Ob jetzt diese 25.000 Euro ausreichen, um diesen zusätzlichen Aufwand, den man jetzt hat, damit man zertifiziert wird, erfüllt, weiß ich nicht, aber es macht sich auf jeden Fall gut. Haben sie jetzt auch schon längere Zeit darauf hingearbeitet. Ich weiß, dass das schon öfter mal ein Thema war, dass sie das gerne möchten. Ja, und das ist sicherlich auch gerade so im Wettbewerb um Nachwuchsspieler ist das jetzt vielleicht auch ein kleiner Baustein, dass man vielleicht den einen oder anderen zumindest für sich interessieren kann. Ja, was haben wir sonst aus der Jugend? Nils Döring, der aktuell die B-Jugend trainiert in der Junioren-Bundesliga, in der U17. Die U17 trainiert er, genau, der übernimmt ab der nächsten Saison wieder die A-Jugend. Das heißt, er hat ja jetzt quasi den älteren B-Jugend-Jahrgang. Davon werden die allermeisten, glaube ich, dann das nächste Jahr in der A-Jugend sein. Das heißt, er bleibt eigentlich mehr oder weniger bei denselben Personen, also bei der Mannschaft. Die
A-Junioren haben, glaube ich, schon vor 2 Wochen wieder mit ihrer Saison angefangen. Die hatten da, glaube ich, auch schon mal gleich ein Spiel gewonnen. Die stehen da relativ gut da in der Hessenliga. Die B-Junioren, die sind ja eher weiter unten drin in der Bundesliga, haben jetzt auch in Mainz verloren gestern. Aber das war zu erwarten. Also die Mainzer Jugend ist schon relativ stark. Ja, gut. Das wärst du hier so mein Bereich aus der Jugend. Habt ihr noch was zu ergänzen an der Stelle? Nö. Wollen wir mal gucken, was in Uerdingen noch Neues los ist? Neues aus Uerdingen? Neues aus Uerdingen. Da könnte man schon fast eine eigene Rubrik draus machen, oder? Hast du einen Jingle? Nee, dafür habe ich leider keinen Jingle. Da kannst du doch auch jedes startende Auto nehmen. Das ist ja wieder der aktuell geschasste Trainer, der vom Hof fährt. Oder ja, der vor Gericht zieht. Das eine ist, dass er auch in der nächsten Saison nicht in Uerdingen spielen werden. Die heimische Grotenburg-Kampfbahn steht frühestens im Spätsommer 2020 wieder zur Verfügung, heißt es. Und möglicherweise spielen sie nicht weiterhin in Duisburg, wo sie momentan sind. Im Gespräch sind Wattenscheid oder Düsseldorf, wobei ich mich frage, irgendwie Düsseldorf, ja gut, okay, das wäre halt für den Fall, falls sie aufsteigen. Ja, ich glaube, die machen doch auch das Stadion direkt Bundesliga-tauglich, oder? Die Grotenburg-Kampfbahn, bestimmt. Ja, warum auch nicht? Momentan wächst was kann schon schief gehen? Wächst ja noch Gras über den Stufen, glaube ich. Ja, ja, ich glaube, die haben jetzt erstmal alle Maulwürfe eingefangen und so wie in, auf dem Platz 9, Platz 11, Platz und, wie viel war es? Sondern wie heißt der dann, Bremen? Platz 11. Platz 11, genau, die hatten doch auch da irgendwie mal kleine Haupttribüne. Wühlmäuse da irgendwie. Ja, ja. Nee, also der also ich fände es ganz cool, wenn sie in Wattenscheid spielen. Da würde ich mir sogar überlegen, mal hinzufahren. In Duisburg war ich schon mal, das fand ich irgendwie ein bisschen... Wattenscheid ist ganz geil. Ja, ja, da werde ich... Die Lohrheide. Wie ist denn diese... Hatten die eine Präsidentin oder... Ja, Britta Stallmann war das. Ja, genau. Die war irgendwas mit Mode, gell? Ja, das war der... Ihr Vater, der Klaus Stallmann, der hatte da dieses Modeunternehmen aufgebaut und groß gemacht. Und der hatte dann jahrelang ja, oder jahrzehntelang... war der Präsident von Wattenscheid und war ja mit denen bis in die Bundesliga, waren sie. Und seine Tochter hat das später übernommen. Also im Prinzip ein bisschen vergleichbar mit unserem kleinen SVW. Wir sind in Bochum, gell? Ja, also das, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ja, also Wattenscheid ist offiziell eingemeindet worden nach Bochum irgendwann mal. Ich glaube in den 70er Jahren. Aber die Wattenscheide haben sich, glaube ich, wert, weil die sind selbst, glaube ich, schon ziemlich groß. Also es ist jetzt nicht irgendwie so ein kleiner Stadtteil oder sowas. Also okay, aber so... Ich glaube, der Klaus Stallmann hat auch... ein bisschen wie Mainz-Kastell und Wiesbaden. Nee. Moment. Der Stallmann hat, glaube ich, auch aus Protest... Kommt irgendwie nochmal rüber hier. Aus Protest gegen die Eingemeindung hat er, glaube ich, dann immer irgendwie seine Autos woanders angemeldet, damit er nicht in Bochum ein Kennzeichen fahren muss oder sowas. Naja, aber mittlerweile gibt es ja... Kampfgeist. Mittlerweile gibt es ja wieder WAT. Für Wattenscheid gibt es ja wieder als Unterscheidungskennzeichen. WAT 09. Ja, irgendwie zwei andere Buchstaben brauchen sie dazwischen auch noch. Oder einen wenigstens. Ja, und 0 wird auch schwierig. WATO9 könntest du machen, ja. Das ist, wenn nicht schlecht. Einmal. Aber ob jetzt noch die Britta Stallmann noch da drin ist, ich glaube nicht, ne? Oh, das ist. Da bin ich jetzt nicht mehr auf dem Laufenden. Müssen wir die Kollegen vom Wattenscheider Podcast mal fragen. Kennst du einen Wattenscheider Podcast? Ausschließen ist es auszuschließen. Ist es nicht? Frag die Jungs von der Pommesbude, die kennen sich aus. Ja, oder andere. Gut. Rasengeflüster zum Beispiel. Ja, jedenfalls, was hatten wir noch zu Uerdingen? Ach so, genau. Dann war noch hier ein Interview mit dem Herrn Ponomarev in der Rheinischen Post. Das verlinke ich einfach mal. Das ist so herrlich. Also, die Antworten sind, die überzeugen schon so, weiß nicht, von vornherein. Also, es ist, man denkt sofort irgendwie, oh, super Typ irgendwie. Den hätte ich auch gern bei meinem Verein hier. Was? Nein, nicht wirklich. Wahnsinn. Ja, wie gesagt, findet ihr in den Shownotes, falls ihr es noch nicht gelesen habt, das könnt ihr euch mal reinziehen. Ich würde sagen, da sind wir hier bei uns, können wir uns glücklich schätzen. Ja, ich glaube, die Regionalligen lassen wir aus, es ist schon wieder so spät. Oder? Sollen wir noch mal kurz auf die Regionalligen draufschauen? Ja, du musst jetzt nicht, also wolltest du jetzt gucken, wer da vorne steht, oder was? Ja, können wir auch das nächste Mal machen. Aber wir könnten das andere ja noch machen, oder kommt das dann später noch?
Was denn das andere? Achso, ja, hier, genau, das kommt später noch. Genau. Dann habe ich noch eins. Ich habe wieder keine Ahnung, wovon ihr redet, weil ihr zusammenhockt und ich nicht. Ihr guckt doch hier in unser Sendungsdokument, da steht doch alles ja, drin. Ja, aber wenn ihr da sagt, hier machen wir das, ja, das machen wir. Wer mal die Glotzen auf, du. Weiß ja nicht, wo ihr da mit eurem Finger da rumpatscht. Nein. Ja, erzähl einfach, ich mach dann irgendwie. Nee, mit den Regionalligen, das machen wir ja erst zu Ende März, wenn sich da auch mehr rauskristallisiert. Ja, ja, genau, das ist jetzt. Ja, das interessiert uns eh schon nicht mehr. Im Idealfall auch das, ja, dann gucken wir lieber irgendwie, wer noch in der zweiten Liga noch so rumkreucht und fleucht. Okay, das schauen wir dann. Ich möchte noch einmal, nein, nicht noch einmal, ich möchte mal auf den, auf einen gestrigen Gegenspieler oder Spieler des Gegners aufmerksam machen. Sebastian Schuppan. Kennt ihr den? War der euch ein Begriff? Länger bei Dresden gespielt, soweit. Ja, richtig, ist, genau. War das ein Dauergast in meinem Kicker-Team. Ah, okay. Also ich muss zugeben, ich kannte bis jetzt nur den Namen. Ich hatte mich mit der Person jetzt noch nicht weiter beschäftigt. Ich hatte nur mal irgendwann gesehen, ist auch schon länger her, dass der beim Rasenfunk zu einem Tribünengespräch war. Hatte die Folge aber nie angehört, weil ich schon seit längerer Zeit nicht mehr so viel Zeit zum Podcast hören habe und dann die Tribünengespräche sind ja sehr lang. Deswegen hatte ich das noch nie angehört. Werde ich aber jetzt demnächst nachhören, denn eben jene Max Ost vom Rasenfunk, der hat gestern auf irgendeinen Tweet von mir nach dem Spiel, hat er gemeint, so scherzhaft halt von wegen, ich soll mich nicht grämen gegen Schuppi27, so heißt Sebastian Schuppan auf Twitter, kann man schon mal verlieren, ne? Das war halt so ein Scherz. Und da haben wir halt noch so ein bisschen dann auf Twitter hin und her geschrieben. Und auch Schuppan selbst hat sich damit mit eingeklinkt und ganz nett noch haben uns dann auch so ein bisschen unterhalten, also auf Twitter halt eben geschrieben. Das fand ich schon mal sehr sympathisch. Das hast du ja auch nicht so von so vielen Spielern, die dann halt einfach mal so auch kurz nach dem Spiel oder was ich, eine Stunde nach dem Spiel, sich da mal in so Twitter-Diskussionen reinhängen und so. Das war schon mal ganz nett. Und dann habe ich mal geschaut, nicht nur, dass er da mal zum Tribünengespräch beim Rasenfunk war, er hat auch selbst Podcast oder ist regelmäßiger Bestandteil eines Podcasts namens Rasengeflüster. Ich glaube, die sprechen sogar jede Woche über diverse Themen so aus der Welt des Fußballs. Die eigenen Spiele sind, ja, also jetzt zumindest in der letzten Folge war es nicht ein Riesenthema, aber sprechen sie über alles Mögliche. Fand ich ganz interessant und konnte man ganz gut zuhören. Und war insofern interessant, weil du halt auch mal so ein bisschen so die Spielerperspektive dann halt hast, weil es halt auch so drin ging zum Beispiel, dass manchmal Trainer auch dann bei schlechten Spielen dann vielleicht doch nur dann sich die Punkte rausgucken, die vielleicht gut gelaufen sind und da vielleicht man dann auch als Spieler dann mal offen sagen muss, dass man vielleicht was anderes gesehen hat oder irgendwie Änderungsbedarf sieht und sowas. Das fand ich ganz interessant. Das darf der einfach so erzählen? Das hat er so erzählt, ja, nee. Hör's dir an, also es war fand ich tatsächlich ganz interessant und man kann ihm auch gut zuhören. Also bei manchen Fußballern möchte man vielleicht hier nicht irgendwie eine halbe Stunde zuhören, weil man Angst hat, dass da nur irgendwie, ich weiß nicht, immer die gleichen drei Sätze rauskommen oder so. Das ist da überhaupt nicht der Fall. Also das hat mir sehr gut gefallen. Ich werde das auch in die Shownotes packen. Also ich habe gerade geguckt, also es ist ein Jahr her, ne? Was denn, das Tribünengespräch? Oder anderthalb, das ja, ist vom, ja, ich glaub, vom 6.10.2017. Ja, ja, das kann sein, ja. Da habe ich gerade mal geguckt, weil ich höre das Tribünengespräch auch jetzt seit einiger Zeit und habe auch ein paar Folgen zurückgehört. Ja, aber die sind ja alle relativ zeitlos, also die. Ja, ja, gut, die gehen aber auch alle dann. Ja, die sind, also unter drei Stunden geht da, glaube ich, nichts. Ja. Ich habe jetzt das von Thomas Broich gehört. Das habe ich auch noch auf der Zuhörerliste. Das sind drei Stunden, ja. Ja, ja, genau. Aber gut. Ja, als ich früher noch mehr Auto gefahren bin, da habe ich es alle gehört, kam ich noch dazu, aber das habe ich nicht so viel. Mhm. Genau, das fiel mir nur auf, wollte ich mal erwähnen und dann sage ich mal an dieser Stelle Grüße an den Rasengeflüster-Podcast. So, vielleicht hören sie mal hier auch rein, ich weiß es nicht. Gut, dann war das eigentlich schon fast ein guter Übergang in die Kategorie Buntes. Da habe ich einen Punkt. Ich habe das nur so am Rande mitbekommen. Es gab offensichtlich so eine Art Panini-Heft mit wen Spielern. Hast du das mal gesehen, Micha? Jetzt irgendwie so beim Blick hinter die Kulissen. Habt ihr Panini oder? Ich habe es bei dem. Ich habe es mal gesehen bei jemandem auf dem Schreibtisch, aber da hatten wir doch. Das Problem war ja, dass diese
diese Sammelaktion war ja von, eine Aktion von Edeka. Aber es gab keinen Edeka-Markt in Wiesbaden, der diese Bilder zu kaufen gab. Ja, es gab irgendwie einen Itstein und einen Taunusstein. Ja, das wurde ja mal beworben und die Verkaufsstellen waren wenige und weit weg. Ich glaube, in Schwalbach der Edeka und der Itsteiner, die gehören zusammen. Ja, das kann sein. Ja. Irgendwie so. Und ich hatte dann kurz überlegt, weil es dann hieß, die gibt es jetzt noch so und so lang, ob ich noch damit anfange. Ich habe jetzt auch niemanden, den ich kenne, der das auch hat. Und dann ist es irgendwie so ein bisschen doof. Ja. Ja, das genau das habe ich mir dann nämlich auch gedacht. Was mich da jetzt interessiert hätte, also ich hatte jetzt auch dann keine Lust, jetzt kurz vor Schluss dann noch irgendwie da einzusteigen. Waren da jetzt nur aktuelle Spiele drin? Oder hatten sie da auch alte Spiele? Haben sie da tatsächlich nochmal irgendwie Leute von vor 10 oder 20 Jahren ausgegraben? Oder was waren da für Bildchen drin? Oder war irgendwie jetzt, keine Ahnung, 10-mal der Alf Minzel? Oder? Nein, also soweit ich weiß, ich glaube, der Edeka hat das auch sogar mal mit der SG Orlen gemacht. Mhm. Da hatte ich ja noch so ein bisschen Kontakte hin. Ich glaube, das Konzept ist da, dass du eben nicht nur die erste Mannschaft machst, sondern auch die Jugend dann. Okay, ja gut. Das heißt, du hast dann halt auch irgendwelche Nachwuchsspieler mit bei oder Jugendspieler, die du dann halt natürlich so nicht kennst. Aber ich habe was gelesen von 240 Stickern da drin. Ja. Das wäre dann bis runter bis in die C-Jugend. Das reicht doch nicht mehr. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Kann natürlich auch oder sein, dass... Machst du noch irgendwelche Sondersticker, Mannschaftsfoto aus Glitzerbildchen bestehen? Glitzerbilder. Halberg. Ja. Nein, also ich glaube tatsächlich, das kann sein, dass es sogar jede Jugendmannschaft dann da drin ist. Okay. Aber ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Vielleicht hat das ja irgendwer von unseren Zuhörern und kann uns weiterhelfen. Ja, genau. Aufruf an die Hörer. Das hat doch sicherlich wenigstens einer von euch das Album. Es muss ja nicht voll sein. Man kann ja mal reingucken, was da sonst ist. Klärt uns bitte mal auf oder schickt uns auch gerne mal ein Bild oder falls ihr irgendwie auf Instagram seid oder sowas, postet einfach mal Fotos von dem Sticker-Album und dann können wir uns das mal angucken. Oder schickt uns per Mail oder wie auch immer. Facebook meinetwegen. Das kriege ich immer so mit ein bisschen Verzögerung mit, aber irgendwann sehe ich es. Lasst uns mal wissen, was bei diesen SVWW Sticker-Stars, wer da so alles dabei ist. Okay, dann sind wir schon bei der Kategorie Ehemalige. Du wolltest mir noch was Buntes lassen, hast du gesagt. Ich wollte dir noch was Buntes lassen? Mhm. Habe ich das vergessen? Hast du schon wieder vergessen, was wir heute Mittag geschrieben haben, ne? Ja. Ich wollte noch vom ESC erzählen. Entschuldigung, ich habe dir gerade was... Du willst vom ESC erzählen? Achso, ja gut, okay. Also ich immer Sammelsticker von allen SVW-Mannschaften von Profis bis U11. Bis U11? Ach, geil. Okay. Mhm. Und dann jeder einmal. Oder auch einmal so ein Mannschaftsfoto und einmal in Action. Weiß man nicht. Okay. Aber gab es das nicht, als ich Handball gespielt habe, ey, sich selber auf dem Panini-Sticker? Ja, das ist natürlich schon lustig. Aber so ein Best-of irgendwie, die Wehenmannschaften der letzten 20 Jahre oder so, so seit der Regionalliga irgendwie noch. Keine Ahnung, dann mit, hier, was weiß ich. Rudi Collett. Ja, geil. Bruno Hübner. Bruno Hübner und, oder hier Thomas Reichenberger oder so, ja. Max Nicou. Und geil, make it happen. Das fahre ich auch bis Taunusstein und hole mir die Sticker. Da hole ich mir gleich zwei Packungen, zwei so ganze Boxen voll. Ja, sehr cool. Also das können wir uns mal aufheben als Anregung fürs nächste Mal. Okay, Sonja, dann du willst doch irgendwas von deinem ESC loswerden. Also bitte. Nein, du hast gesagt, ich soll es erzählen. Also, mach's auch kurz. Ja, ich interessiere mich für den Eurovision Song Contest, habe ich glaube ich auch hier schon erwähnt. Erwähne ich auch gerne in meinem anderen Podcast Popmillionäre noch ausführlicher. Leute, aber, hört Popmillionäre. Genau. Aber der Vorentscheid war jetzt am Freitag. Und hat ja eigentlich in dem Fußball-Podcast nichts weiter zu suchen, aber auf Instagram rief unser Kapitän Sebastian Rofscher dazu auf, für Sisters zu voten, die am Ende auch gewonnen haben, das Duo. Ich gehe mal davon aus, weil er wohl die eine davon über irgendeinen Weg kennt, weil die aus Wiesbaden kommt. Mhm. Also ist jetzt natürlich, ich soll das erzählen, hast du gesagt, das ist jetzt nicht zu Ende recherchiert, okay. Aber da wird es irgendeine Verbindung geben. Sie hat wohl auch einen Patenonkel, der aus Taunusstein kommt. Ja, das habe ich tatsächlich auch gelesen, nachdem du mir diesen Link da geschickt hattest. Ja. Wie heißt die noch gleich? Die nennt sich Laurita. Nennt sich Laurita, aber hat die auch einen richtigen Namen? Also, die heißt Laura Kestel. Kestel. Ja. Wäre schön, wenn sie aus Kastell käme. Ja, lustig. ja.
Ja, das müssen wir mal rausfinden. Was bei der nächsten, ja, bei dem nächsten Halbzeit-Interview. Ich hab meine Chance. Was hat der SV? Getan. Ja. Was hat der SV Wien Wiesbaden mit dem ESC zu tun? Da geht noch was. Genau. Aber ich kann den Sebastian sicherlich nochmal fragen, wenn er im Kader ist. Ich stehe ja auch unten und dann gehört er wahrscheinlich erstmal zu den Bankdrückern. Da kann ich ihn kurz fragen. Ja, frag ihn mal. Dann haben wir mal die Information. Gut, bis zum nächsten Heimspiel wiederum könnte er auch schon wieder in der Erstmannschaft sein. Wer weiß? Ja, dann frage ich ihn. Ja gut, der ESC an sich ist ja eh erst Mitte Mai, also von daher. Ja, bis dahin ist noch Zeit. Okay, also bis dahin klären wir das auf. Genau. Oh. Gut, dann jetzt aber, ehemalige. Das war jetzt eine Knallergeschichte, gell? Ja. Egal. Hätte noch ein bisschen mehr kommen können. Ja, kommt noch. Man wenn die erstmal gewinnen. Merkt mir meine Begeisterung für das Thema. Micha hat schon Ohrwurm. Das war echt nervig, das Lied. Ich krieg damit davon nichts mit, wenn es nicht über euch wäre. Ja, jetzt geht's los. Wofür hat man Freunde? Richtig. Nico Herzig. Bester Mann. Spielt weiterhin beim TSV Steinbach, die offensichtlich seit einiger Zeit TSV Steinbach-Heiger heißen. Ich weiß nicht, wann das genau passiert ist, aber so heißen sie jetzt wohl offiziell. Also so stehen sie auch beim Kicker in der Tabelle und so weiter. Ich habe kürzlich auch einen Bekannten also getroffen, der da... Rundfunk nennen wir sie, soweit ich weiß, seitdem ich da bin, schon immer so. Ja, früher hießen sie nur TSV Steinbach und der geneigte Fußballauskenner wusste dann, das ist am Heiger Steinbach. Ja. Jetzt heißen sie so Steinbach, Heiger, also genauso wie früher SVW in Taunusstein. Ortsteil und dann hinten dran noch dann den Namen der Stadt. Nachmacher. Ja, vielleicht wollen die auch mal so groß rauskommen. Ja, sie haben ja auch Nico Herzig. Ja, genau, sie haben Nico Herzig. Also der hat er jedenfalls verlängert. Das wäre das eine von einem ehemaligen Wiener. Und das zweite, unser früherer Publikumsliebling Adi Wakumenga, der dann später auch mal beim VfL Osnabrück spielte, war da ja vor einiger Zeit des Wettbetrugs bezichtigt, zusammen mit ein paar anderen Spielern. Die sind aber jetzt freigesprochen worden vom Landgericht Osnabrück. Da gab es wohl, zumindest der Vorwurf lautete, dass sie irgendwie von, ich weiß nicht, wann war das, ist auch schon wieder ein paar Jahre her, sie hatten, glaube ich, am letzten Spieltag oder sowas von einem anderen Verein, um den es noch was ging, von denen hatten sie gesagt, so von wegen, sollen was springen lassen, damit sie sich da auch ja anstrengen gegen den Gegner oder irgendwie so, weil, keine Ahnung, also so um den Dreh rum. Ansonsten schenken sie das Spiel wohl ab. So war zumindest der Vorwurf. Konnte aber jetzt nicht, zumindest nicht nachgewiesen werden oder wie auch immer. Jedenfalls gab es einen Freispruch. Ja, so hört man auch mal wieder was von Adi Wakumenga. Schön, mal wieder was zu hören. Ja, wäre nicht so schön, wenn man jetzt gehört hätte, Adi Wakumenga muss in den Knast als verurteilter Wettbetrüger. Das wäre nicht so schön. Weil er schlecht gespielt hat. Oh Gottes Willen. Ja, also da muss man schon viel machen, dass man nicht erstmal eine Bewährungsstrafe kriegt. Ja. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Bin da jetzt nicht. Ich will auch gar nicht wissen, wie oft es in echt solche Anfragen gibt. So hier, lass mal was springen. Wir müssen gegen die nicht mehr gewinnen. Ja, gerade so gegen Saisonende, wenn dann irgendwie, die halbe Liga dann irgendwie nichts mehr zu tun hat. Hatten wir letztes Jahr, war das ja ganz krass in der dritten Liga, ne? Dass ja eigentlich am letzten Spieltag ging es ja um so gut wie nichts mehr, ne? War das nicht so? Ja. Naja, gut. Wie auch immer. Ja, das war's von den ehemaligen. Und dann Achtung, jetzt kommt der Jingle für die. Nein. Ich sag's nicht an, ich lass einfach nur den Jingle für sich sprechen. Was kommt jetzt? Hassen! Ganz herzlich hassen! Ich kann's nicht lassen! Ich bin der Hass! Unsere Hassrubrik hat einen Jingle, ist das nicht herrlich? Das hab ich erkannt. Mann, das wäre doch das Lied gewesen für Stadt You Never Walk Alone. Als Einlaufmusik. Mann, scheiße, ey, warum kommen wir jetzt erst da drauf? Ja, ich sehe bloß gerade, ich habe nachher ein bisschen nacharbeiten, weil irgendwie mein Sound. Schade, dass du den Teil mit Ich bin so hässlich. Es ist immer gut, wenn man einen Jingle loslaufen lässt und dann nicht dazu kommt. Dass es direkt losgeht mit dem Hassen. Ja, ist auch egal. Die Leute wissen halt jetzt, worum es geht. Beim nächsten Mal klappt das besser. Ja, dann hat sich das alles eingespielt. Wo ist der Hass? möchtest du? Ich? Ja?
ich weiß gar nicht, ob ich das mal. Immer schön, wenn der Jingle kommt. In meiner Funktion jetzt darf, aber. Ach so, dann. Ja, die Sonne also, hast uns, sonst. Gib uns Stichworte. Also, ich gebe euch Tiernamen. Der. Ich bin der Hass. Ja. Nein, also es gab jetzt eine Meldung, die wir irgendwo unterbringen mussten und Gunnar hat sie jetzt in diese Rubrik geschoben. Es ist ja schon längerem eigentlich allen Beteiligten sorgt es ja für Hass. Und zwar geht es um die Regelung, wer aus der Regionalliga aufsteigen darf und wer eben nicht, beziehungsweise welchen Weg man da jetzt geht. Also es gibt ja aktuell 5 Regionalligen. Die dritte Liga hat sich ja letztes Jahr dann, glaube ich, breit erklärt, einen 4. Abstiegsplatz neu einzuführen. Aber auch unter der Voraussetzung, also ein Absteiger mehr, unter der Voraussetzung, dass eben auch es dann nur noch ab 2020, glaube ich, zumindest dann 4 Regionalligen gibt und nicht mehr 5, sodass die Drittligisten natürlich auch was dafür haben, nämlich dass sie einfacher wieder in die dritte Liga zurückkommen können, wenn sie dann absteigen. Ja, zumindest ist dann der Meister steigt dann auf jeden Fall auch auf und muss nicht nochmal in eine Relegation. Das so. Meine ich mit einfacher, genau. Also du musst natürlich trotzdem die Voraussetzungen erfüllen, um aufzusteigen, aber wenn du eben deine Liga gewinnst oder eben der Meister wirst, dann bist du eben auch aufgestiegen und kannst nicht noch blöd scheitern. Jetzt ist es ja aktuell so, dass ich glaube Südwest und West sind ja die Ligen, um die es gar nicht geht. Die ja jetzt auch einen festen, also Südwest hat jetzt erstmal einen festen Aufsteiger und da gibt es ja dann unterschiedliche Ansätze bei den 5 Regionalligen, also es gibt die Südwest und West, die aktuell sich relativ entspannt zurücklehnen können, weil da eben sehr viele Vereine beheimatet sind. Das ist das Hauptargument, glaube ich, vom DFB und jetzt ist es eben so, dass die Regionalliga Nordost aufgelöst werden soll und eben dann ja zu wie auch immer mit der Regionalliga Nord und mit der Regionalliga Bayern, also im Prinzip aufgeteilt werden soll, dass eben einige Vereine zur Regionalliga Bayern dazukommen und andere eben zur Regionalliga Nord. Und das Argument der Regionalliga Nordost war natürlich, dass A, haben die natürlich keinen Bock, wahrscheinlich die ganzen Offiziellen, sich dann einen neuen Job suchen zu müssen. aber natürlich, es gibt auch das Argument der Traditionsclubs und der Duelle, die dann gegebenenfalls oder die dann ja auch wegfallen und für größere Kosten, die dann damit verbunden sind. Ja, und wie es halt immer so ist, es gibt keine perfekte Lösung, aber jetzt gibt es eben dann schon das Wort alternativlos, das gefallen ist. Ja, das ist immer so ein Alarm. DFB-Vize. Alarmsignal. Was ja dann so ein kleiner Fingerzeig ist. Und auch die Drittligisten haben sich ja, glaube ich, bis auf Cottbus alle dafür ausgesprochen, dass eben die Regionalliga Nordost aufgelöst werden soll, oder? Ja, so war das. Genau, Cottbus will ja, dass die dritte Liga auf 22 erhöht wird und 5 Absteiger. Das ist deren Alternative? Mhm. Okay. Das war der Gegenvorschlag, aber das... gut. Dafür, dass Cottbus absteigt. Wird für mich bedeuten, ich hätte noch ein paar mehr Einsätze während der Saison, nach denen ich ja bezahlt werde. Aber nein, also ich denke auch, eine 20er-Liga ist dann schon auch dann mal gut. Könnte jetzt zu einigem Hass in der Regionalliga Nordost führen, wenn die eben sich auflösen müssen. Es ist einfach ein nerviges Thema und ich glaube, wir sind alle froh, wenn es dann zumindest auch mal irgendwann erledigt ist und das Ding geklärt ist. Ja, was ich nicht verstehe, ist, dass anscheinend niemand diese Regionalliga Bayern in Frage stellt. Doch, ich. Deswegen sage ich jetzt schon nichts mehr. Ich bin nach dreimal Hass auf die Regionalliga Bayern für dieses Mal gesperrt. Ja, jetzt mal von uns abgesehen, aber jetzt niemand von denen, die da zumindest offiziell an der Diskussion teilnehmen. Also weder von irgendwelchen DFB noch Vereinsvertretern. Hat irgendwer irgendwas gegen die in der Hand? Ja, ich meine gut, dass Rainer Koch, der da irgendwie federführend ist, das nicht will, ist ja klar, der kommt aus Bayern, das ist sein Ding, das hat er auch damals durchgedrückt anscheinend, aber dass das so völlig unwidersprochen einfach so bleibt. Ich meine, wenn ich sehe, aktuell ist, glaube ich,
VfB Eichstätt auf dem zweiten oder dritten Platz oder sowas. Also Und die wollen nicht aufsteigen. Und die wollen noch nicht mal aufsteigen. Und da gibt es ja noch eine ganze Reihe andere, die halt jetzt auch nicht unbedingt um den Aufstieg mitspielen, aber die auch, selbst wenn, dann auch gar nicht irgendwie die Lizenz unter Lizenz beantragen würden. Ich meine, klar, die fahren in Bayern rum, das ist schön, aber dann irgendwie halt dritte Liga ist halt schon sehr aufwendig, weil du dann bundesweit unterwegs bist. Ja, ich glaube, im Endeffekt muss man es ja, also könnte man es ja auch anders verkaufen. Und zwar, wenn man sagt, okay, Regionalliga West und Regionalliga Südwest bleiben so, wie sie sind, aufgrund der vielen Vereine, die dort beheimatet sind. Und die wollen ja auch alle hoch. Ne? Also zumindest die jetzt, Südwest ist ja auch gespickt mit Teams, die mal in der dritten Liga waren. Ja, sind schon Dinge. Wenn du, und dann ist ja egal, ob du sagst, die Regionalliga Nord löst sich auf oder Regionalliga Nordost. Im Prinzip müssen sich ja alle auflösen und werden neu gemischt. Genau, man müsste eigentlich mal komplett die Linie so, neu ziehen. Und dann kann man ja, muss man jetzt nicht sagen, Nordost löst sich auf. Dann gehören dann die Thüringer Clubs zur Regionalliga Bayern und die heißt immer noch so, oder was? Ja. Die musst du doch eh umbenennen. Von daher ist es. Ich meine eh, dass man es komplett einfach mal neu zuschneiden müsste, ja. Das, yeah. Also ich meine, wegen, wenn wir eine Regionalliga Süd hätten oder sowas, wo dann halt ein Großteil von Südwest und Bayern dann vielleicht meinetwegen dran aufgeht, ja. So hatte man es ja früher auch schon mal, ne? Dass man ja. Die Regionalliga Süd und Nord hatte. Oder gab es nur zwei zu der Zeit? Ja. Da musste auch irgendwo die Grenze ziehen, aber zumindest ist es ja so, dass die Regionalliga Bayern nicht als eigene bestehen bleibt, was man dann ja in dem Sinne schon als Teil erfolgt. Ja, gut, ich meine, wenn sie jetzt irgendwie Nordost nur irgendwie mit, ja, wir müssen abwarten, wie es dann ausgeht oder so, aber ich find's schon merkwürdig eigentlich, dass das, dass die letztendlich auch die Schlagzeilen heißen, dann irgendwie Regionalliga Nordost soll aufgelöst werden. Ja, ich denke, das hat dann tatsächlich mehr so diesen, was so die Posten angeht, ne? Also sprich, dass so die, weiß ich nicht, die dann da eben ihre Arbeitsplätze haben und ihre Positionen, dass die dann eben da bleiben und die anderen sind ja aufgelöst und gliedern sich an. Das heißt, die haben dann so erstmal Pech gehabt, ne? Und wie wir so halt in letzter Zeit ja auch immer wieder erfahren, ist das ja auch scheinbar ganz bequem, wenn man beim DFB da irgendwie ein Pöstchen hat, da wird auch gerne mal was erfunden, wo man dann, keine Ahnung, 3000 Euro im Monat für ein Pöstchen halt eben kriegt, ne? Da weiß ich jetzt nicht, worauf du hinaus willst, das ist dann an mir vorbeigegangen. Also, nee, das war doch jetzt gerade kürzlich irgendwie, hat doch Spiegel auch wieder bei den Football Leagues doch mal wieder irgendwie ausgegraben und auch, was die hier für Sausen dann da schmeißen, ne? Während sie gleichzeitig dann von Amateurvereinen verlangen, sollen halt die Mitgliedsbeiträge erhöhen, wenn sie mehr Geld brauchen, aber vom Profifußball gibt's nichts. Also, da passt da hinten und vorne nichts zusammen. Ja, ja. Ja, also, kurzer Hass auf den DFB, wie üblich. Sonja, vielleicht noch ein paar Kraftausdrücke? Nö, heute nicht. Schöne Grüße okay. An DFB. Die wissen schon, wie es gemeint ist. Ah, ja. Die kennen dich die ja. Die kennen uns. Ja. Okay, ich bin da, glaube ich, auch etwas zu müde, um da jetzt mich noch so richtig zu echauffieren, weil es ist irgendwie auch so sinnlos, sich über den DFB noch aufzuregen. Das ist so, wie wenn du sagst, irgendwie... Das kann man ja auch jede Woche machen. Ja, bei der FIFA hocken nur Ganoven. Ne? Also das ist, naja, gut. Es wäre aber auf jeden Fall schön, wenn sie es mal geregelt kriegen. Ja. Mit der Regionalliga und wie die dann heißen, ist mir auch relativ egal. Und wer da Hauptsache, die kriegen da mal eine gescheite Regelung hin und Ich notiere mir gerade nochmal, ich verlinke auch nochmal einen Artikel in der Zeit online, war das, glaube ich, jetzt gerade aktuell. Den fand ich auch ganz gut. Der passt auch noch so ganz gut zum DFB-Thema. Den packen wir auch noch mal in die Shownotes, wenn noch jemand was zum Lesen braucht. Ja, nachdem wir uns letzte Sendung über Nele Schenker lustig gemacht haben, hat sie uns diesmal Pech gebracht. Ja, aber ja, die war im Stadion, habe ich auch gesehen. Genau, die ist relativ häufig da. Ne? Also ich meine, die hat schon öfter von Wiener Spielen auch schon berichtet. Ja, an der lag es nicht. Ja, okay, dann kommen wir so langsam zum Ende. Habt ihr noch irgendwelche abschließenden Worte? Außer der Statistik, die jetzt noch kommt? Ich habe jetzt noch eine knalle Statistik zum Schluss. Raus damit. Ja. Das haben wir neulich so ein bisschen vergessen. Ich hatte es auch im Blog vergessen, das habe ich dann erst nachgeholt. Wir hatten noch drüber gesprochen. Wir hatten auf dem Weg zur letzten Sendung im Bauto hatten wir noch drüber gesprochen und dann haben wir es dann vergessen, dann zu erwähnen. Also, Erzählbär. Genau. Erzählbär, Marcel Bär. Das ist der Bruder vom Erzählbär. Marcel Bär vom...
Jetzt Eintracht Braunschweig, war vorher beim VfR Aalen. Der ist ja in der Winterpause gewechselt und der ist der möglicherweise erste Spieler jemals. Sehr wahrscheinlich. Also zumindest gibt es nicht viele davon, der dreimal in einer Saison gegen den SV Wien verloren hat. Zweimal mit Aalen, weil da war ja schon das Rückspiel war ja auch schon vor der Winterpause bekanntlich und jetzt halt auch gleich zu Beginn der Rückrunde mit Eintracht Braunschweig. Das, und alle drei Spiele hat er über 90 Minuten bestritten und alle drei verloren. Ist das nicht fantastisch? Ja, also ich glaube, der ist auch froh, wenn er jetzt mal nicht mehr kommt, auf uns trifft. Aber ich weiß auch nicht, wie man das sonst schaffen soll, dreimal in der Liga gegen einen anderen Verein zu. Ja, geht eigentlich nur beim Wechsel zur Winterpause, ne? Ansonsten. Ja, und auch nur dann, wenn du schon mal zweimal gegen ihn gespielt hast. Ja, ja, klar, genau. Und das hast du ja auch nicht immer, das ist noch vor der Winterpause. Wobei doch, man kann ja auch die Transfer. Das Transferende geht ja teilweise, da gibt es ja schon Ligaspiele. Das heißt, man kann Stimmt, am Anfang der Saison ja spielen. Wenn du Ende August erst wechselst. Ja. Und dann kann man danach ja noch wechseln. Und dann könnte man theoretisch in Winterpause nochmal wechseln. Also da wäre noch mehr gegangen. Aber muss ja auch erstmal, der SVW in Wiesbaden muss ja auch erstmal dann alles gewinnen. Ja, also, genau. Das kommt ja auch nicht so oft vor. Dass wir 6 Punkte gegen den gleichen Verein, ja. Richtig. Ja, vielleicht können wir es noch konstruieren, dass einer vielleicht sogar 4-mal irgendwie antritt, ne? Wenn er im Sommer und im Winter wechselt. Und dann vielleicht noch ein ein Pokalspiel. Also das Drittligist im Pokal gegeneinander spielen ist schwierig. Ja, da muss. Das muss dann spät, das geht dann. Das dauert dann. Wohl, ja, doch. Ja, und möglich ist es natürlich nicht. Also alle spätestens im Finale wird es passieren, aber. Boah. Also so geil war die Statistik gar nicht, da geht noch mehr. Da geht noch mehr, aber ich fand es schon mal ziemlich gut. Also zumindest wenn du dann gegen, auch dann im Hessen-Pokalfinale zum Beispiel oder halt im Niedersachsen-Finale oder was auch immer, dann da gibt es ja dann durchaus Landesverbände, wo mehrere Drittligisten dann auch drin sind. Da können die auf jeden Fall dann nochmal aufeinandertreffen. Das stimmt, ja. Aber dreimal ist schon ganz gut und hat schon gedacht, vielleicht in der Relegation nochmal, aber nochmal wechseln wird er wohl nicht. Ach so. Ja, jetzt in der laufenden Saison kann er jetzt nicht. Ja, meine ich ja. Also. Wir werden ihn nicht mehr besiegen. Mit diesem sensationellen statistischen Fakt verabschieden wir euch in die Nacht. Beziehungsweise, wenn ihr das hört, ist es vielleicht auch morgens. Ich weiß es nicht. Das ist ja schön am Podcast. Ihr könnt das ja hören, wann ihr wollt. Schönen Arbeitstag. Wir verabschieden euch in unsere Nacht. Genau. Also wir verabschieden uns jetzt auf jeden Fall in die Nacht. Ich werde jetzt gleich hier den Deckel zumachen und mich hinlegen. Der Micha hat noch den weiten Weg nach Hause. Und wir hören uns dann, denke ich mal, Mitte März wieder. Bis dahin, bleibt uns gewogen. Ciao. Adios. Tschüss.